Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Vortragsabend Demokratie am Abgrund. Ich danke nochmal für Ihre Geduld. Wir konnten selber nicht wissen, dass es so voll wird. Wir haben es gehofft und deswegen hatten wir einfach mit etwas Verzögerung zu rechnen. Aber ich denke, es lohnt sich, am heutigen Abend Professor Dr. Mausfeld zum Thema Demokratie zu hören. Mein Name ist Tobias Ruff, ich bin Landesvorsitzender der ÖDP und Fraktionschef im Münchner Rathaus. Wir haben zu dem Abend eingeladen, weil die Demokratie eine der tragenden Säulen unserer Partei ist, die Ökologie und die Demokratie. Sie kennen uns von zahlreichen Volksbegehren und Bürgerbegehren. Wir haben den Senat abgeschafft, den Nichtraucherschutz etabliert. Und wir haben Rettet die Bienen geschrieben und gewonnen. Wir sind die Partei der direkten Demokratie. Wir wissen aber auch, dass zur Demokratie Transparenz gehören, Glaubwürdigkeit und eine Bevölkerung, die hinter ihr steht. Wir wissen, dass Eliten und Geld, wenn sie sich allzu sehr in die Demokratie einmischen, sie gefährden. Deswegen sind wir auch die Partei, die keine Spenden nimmt. Keine Spenden von juristischen Personen. Weder von Verbänden und noch Vereinsverbände, die uns politisch nahestehen, noch von Unternehmen. Wir sind konzernspendenfrei. Auch deshalb freuen wir uns, dass es heute hier so voll ist. Es ist für uns eine sehr, sehr große finanzielle Anstrengung, so einen Abend zu gestalten. Und weil die Demokratie für uns so ein zentrales Thema ist, sind wir tief besorgt. Tief besorgt über den Zustand unserer Demokratie, unseres Rechtsstaates. Mit jeder Krise, und es sind viele, die Finanzkrise, Migrationskrise, Corona, Krieg und so weiter, mit jeder Krise bröckelt die Demokratie etwas mehr. Mit jeder Krise wird der Debattenraum enger. Und mit jeder Krise verabschieden sich mehr Menschen von unserem Staat, von unserer Regierung. Noch nie seit den Erhebungen haben so viele Menschen das Gefühl gehabt, sie können ihre Meinung nicht mehr frei äußern. Noch nie haben so viele Menschen Angst gehabt, in eine Debatte zu gehen. Und die Gegenbewegung gibt es. Wir merken, dass an den extremen Rändern Zulauf ist. Wir merken, dass sich viele, viele Menschen ins Private zurückziehen und wir merken, dass Mythen Konjunktur haben, Mythen über das, was alles im Staat schiefläuft. Und deswegen ist es uns so wichtig, einen Debattenbeitrag zu eröffnen. Eine Debatte über die Demokratie, über die Zustände, eine Analyse anzubieten. Wir sind der Meinung, dass wir als ÖDP ein Privileg haben. Wir agieren aus der Mitte der Gesellschaft heraus, wir sind keinen Rändern zuzurechnen und wir agieren aus der Opposition heraus. Das macht es uns einfach, Kritik zu üben und zu analysieren und zwar in jede Richtung, auch in die Mitte der Gesellschaft hinein. Denn auch dort müssen wir nach Ursachen suchen. Und mit der Mitte der Gesellschaft schließe ich auch diejenigen ein, das ist jetzt politisch gedacht, Mitte der Gesellschaft, diejenigen, die uns regieren, diejenigen, die Eliten angehören. Wir können aus der Mitte heraus sie kritisieren und hoffen somit, eine wesentliche Stimme in diesem Staat zu sein. Begrüßen Sie mit mir Professor Dr. Mausfeld. Ich wünsche Ihnen einen angeregten Abend, eine spannende Diskussion und viele neue und gute Gedanken. Vielen Dank. Ja, ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Danke Ihnen für Ihr Interesse, den freundlichen Empfang und bedanke mich auch bei der ÖDP für die Einladung hier nach München. Worum geht es heute Abend? Demokratie am Abgrund. Es geht offensichtlich um Demokratie und Abgrund. Demokratie ist ein
ist etwas, was uns vertraut ist, auch wenn eigenartigerweise die meisten nicht wissen, was eigentlich damit gemeint ist und aus welchen Gründen eigentlich die Demokratie seinerzeit erfunden wurde. Abgrund in unserem Zusammenhang ist etwas einfacher. Abgrund bedeutet hier zivilisatorischer Abgrund, also Abbau von zivilisatorischen Errungenschaften, ein Rückschritt in die Barbarei und in eine Herrschaft des Stärkeren. Das könnte in modernen Formen durchaus unsere Gegenwart charakterisieren. Denn die Welt ist wieder einmal aus den Fugen. Das Bedrückende, Beunruhigende ist, dass ein Großteil der Bevölkerung gar nicht mitbekommt, dass die Welt aus den Fugen ist und dadurch auch nicht sonderlich beunruhigt ist. Und wenn alle mitbekämen, was los ist, könnten sie durch Wahlen nichts daran ändern. Das klingt vielleicht schockierend, ist aber nicht mehr als die alte, eine frühe Einsicht emanzipatorischer Bewegungen, die sich in dem Satz kristallisiert: Wenn Wahlen etwas ändern könnten, wären sie längst verboten. Egal, ob Sie diesen Satz jetzt der feministischen Anarchistin Emma Goldman zuschreiben oder Tucholsky, die das wohl erstmals in dieser Formulierung gesagt haben. Wenn das so ist, haben wir eigentlich allen Grund zur Hoffnungslosigkeit. Dagegen steht freilich, dass wir dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit verwandeln müssen in eine emanzipatorische Veränderungsenergie. Und wir müssen es nicht nur verwandeln, wir können es auch darin verwandeln. Das ist sozusagen die Kurzzusammenfassung dessen, worum es heute Abend geht. Nun hätten Sie es wahrscheinlich gerne etwas detaillierter. Fangen wir also an mit dem Wort Demokratie und mit der Demokratie. Hans Kelsen war einer der bedeutendsten Verfassungsrechtler des vergangenen Jahrhunderts und er nannte Demokratie als das missbrauchteste Wort der politischen Ideengeschichte. Das war 1920, als das Wort seine Hauptmissbrauchsgeschichte noch vor sich hatte, die heute in einem geradezu Orwellschen Amoklauf einer Begriffsverdrehung mündet. Übrigens geht es im politischen Bereich immer zentral um Sprache, denn Sprache ist das mächtigste Manipulationsinstrument. Wir müssen uns also angewöhnen, im Bereich des Politischen jedes Wort, auch wenn es völlig unschuldig erscheint, auf eine kritische Goldwaage zu legen. Zurück zur Demokratie. Schon ein flüchtiger Blick auf die Ideengeschichte der Demokratie bringt etwas höchst Erstaunliches zutage, nämlich die Demokratie war über 2000 Jahre lang, nach ihrer Entstehung über 2000 Jahre lang, galt sie unter allen Gebildeten als etwas ganz Schlimmes. Vor etwa 250 Jahren wurde sie innerhalb weniger Jahrzehnte zu etwas Gutem.
so gut, dass heute kaum ein Herrschaftssystem auf diese Bezeichnung verzichten mag. Das lässt sich nur erklären, wenn dieser Begriff Demokratie eine gewaltige Bedeutungsveränderung erfahren hat. Ich will Ihnen zwei Beispiele dazu geben. Bundeszentrale für politische Bildung schreibt, Demokratie bedeutet Herrschaft des Volkes. Das Volk sind alle Bürgerinnen und Bürger. In einer Demokratie entscheidet das Volk. Das ist ja die übliche Standardvariante. Die Bundesrepublik Deutschland ist eine Demokratie. Ich danke Ihnen. Das ist natürlich eine, ist ja auch erlaubt, haben wir auch im Grundgesetz, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das ist eine Floskel, die für die relevanten Kreise natürlich erstmal nichts bedeutet. Das ist Rhetorik. Die indische Schriftstellerin und politische Aktivistin Arundhati Roy sagt Folgendes zur Demokratie. Die Demokratie, die heilige Kuh der modernen Welt, ist in der Krise und diese Krise geht sehr tief. Jede Art von Gewalt findet im Namen der Demokratie statt. Der Begriff ist ausgehöhlt, eine schöne Hülle ohne Inhalt und Bedeutung. Das kommt wohl etwas näher an die Realität. Übrigens, ich muss natürlich aus Zeitgründen manche schneller machen, als man es gerne hätte. Die ÖDP stellt die Folien alle als PDF ins Netz, sodass, wenn ich manchmal etwas schnell durchgehe, dann macht es nichts. Sie können das dann in Ruhe nachlesen. Unsere erste Beobachtung zur Demokratie ist ein kollektiver Gedächtnisverlust. Kollektiver Gedächtnisverlust bedeutet immer ein medial erzeugter kollektiver Gedächtnisverlust. Wir haben vergessen, dass Demokratie die radikalste Form einer Zivilisierung von Macht war und dass sie aus diesen Gründen, denn man fragt sich ja, wie kam man eigentlich nach 10, 20, 50.000 Jahren Zivilisationsgeschichte in Griechenland auf die Idee, so etwas hochgradig Abstraktes, so etwas hochgradig zu Abstraktes erfinden. Was waren eigentlich die Gründe? Das müssen wir uns ansehen, denn dahinter steckt auch schon viele Erfahrungen aus der vorhergehenden Zivilisationsgeschichte. In der Zivilisationsgeschichte praktisch aller frühen Zivilisationen und Kulturen findet sich eine Einsicht, dass Macht immer etwas Toxisches hat. Denn Macht hat die Eigenschaft, dass sie immer nach mehr Macht strebt und Geld und Besitz nach mehr Besitz. Und man erkannte sehr früh, dass diese Dynamik, die der Macht innewohnt, immer den Zusammenhalt einer Gesellschaft zerstört und damit auf Dauer eine Gesellschaft zerstört. Also ging es in allen Kulturen, auch in allen frühen Kulturen, immer darum, wie kann man Macht zivilisieren, wie kann man sie einhegen, um die Zerstörung einer Gesellschaft zu verhindern. Die Griechen haben darauf aufgebaut, aber die ersten Einsichten dazu fanden sich vor allen Dingen in altorientalischen Kulturen, auf denen die Griechen dann aufgebaut haben. Eine Gesellschaft hat also immer die Verantwortung, Schutzbalken gegen die zerstörerische Dynamik von Macht zu entwickeln. Sie muss verhindern, dass ein Recht des Stärkeren eine gerechte, wohlgeordnete Gesellschaft
blockiert oder zerstört. Ein parasitäres Mehr haben wollen, die Griechen nannten das Pleonexie, auf Kosten der Gemeinschaft bedroht den Zusammenhalt und führt zur Zerstörung. Zivilisierung von Macht bedeutet also immer, gegen die Entstehung parasitärer Eliten müssen Schutzbalken entwickelt werden. Die Gründe für die Erfindung der Demokratie waren ganz eindeutig in Griechenland ein Schutz vor parasitären Eliten. Demokratie war nicht einfach ein bisschen Selbstzweck, lass uns doch alle frei sein und selbstbestimmt und so etwas. Das war ein ganz konkretes Schutzinstrument gegen die Entstehung parasitärer Eliten. Dazu entwickelten sie die Leitidee der Egalitären. Alle sind politisch gleichberechtigt, alle Bürger. Die Leitidee der egalitären Demokratie. Und die bedeutet im Wesentlichen, dass alle politischen und ökonomischen Eliten einer vollständigen Kontrolle und Rechenschaftspflicht durch die gesellschaftliche Basis unterworfen werden. Das ist der Kern der ursprünglichen Demokratiekonzeption. Daraus folgen zwei Dinge. Alle Machtstrukturen haben ihre Existenzberechtigung nachzuweisen und sich den Machtunterworfenen gegenüber zu rechtfertigen, sonst sind sie illegitim und somit zu beseitigen. Zweitens, jeder Bürger soll einen angemessenen Anteil an allen Entscheidungen haben, die das eigene gesellschaftliche Leben betreffen. Diese Idee, diese ursprünglich aus dem antiken Griechenland stammende Idee, wurde für moderne Gesellschaften in der Aufklärung weiterentwickelt. Sie wurde von einigen Mängeln, wurden eine Reihe von Mängeln behoben. Sie wurde mit der Idee des Rechtsstaates, Demokratie und Rechtsstaat, wurde sie verbunden. Und daraus entstand eine ausgefeilte Entwicklung des Demokratiekonzeptes. In der Gegenwart wurde das vor allen Dingen durch die große Verfassungstheoretikerin Ingeborg Maus in großer gedanklicher Tiefe und begrifflicher Schärfe ausgearbeitet. Wir verfügen heute über eine präzise, ausgearbeitete Konzeption von Demokratie. Die einzige Schwierigkeit ist, keiner kennt sie, weil die Idee von Demokratie, die Ursprungsidee von Demokratie, aus dem öffentlichen Gedächtnis verschwunden ist. Stattdessen haben wir die letzten 50, 70 Jahre, einen langen, schleichenden Prozess einer Entzivilisierung von Macht. Entzivilisierung heißt, die zivilisatorischen, die mühsam in der Geschichte errungenen zivilisatorischen Errungenschaften wurden wieder rückgängig gemacht, sie wurden abgebaut. Wir haben einen langen, schleichenden Prozess der Entzivilisierung von Macht mit all seinen bekannten zerstörerischen Folgen. Ich gebe nur ein paar Beispiele aus einer langen Liste für diesen Rückbau, der betrifft, wir können zwei Dinge unterscheiden, einmal den innerstaatlichen Rückbau im Verhältnis von Staat und Bürgern und zweitens den Rückbau im Verhältnis zwischen den Staaten, das ist das, was das Völkerrecht betrifft. Hier nur ein paar Beispiele, Ökonomisierung aller gesellschaftlichen Beziehungen, Abbau des Sozialstaates, extreme soziale Ungleichheit, Umwandlung des Staates in einen autoritären Sicherheits- und Überwachungsstaat, das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, die gegenwärtig in den letzten Jahren eine große Dynamik wieder angenommen hat. Polizeigesetze, Verbannung von Fehldenken aus der Öffentlichkeit, die Erosion der internationalen Rechtsstaatlichkeit mit der regelbasierten Weltordnung und Recht auf Selbstverteidigung,
Die Medien haben ihre normative Funktion in einer Demokratie, nämlich die Bürger in unverzerrter und neutraler Weise überhaupt erstmal zu unterrichten, damit sie sich ein Urteil bilden können über die gesellschaftliche Wirklichkeit. Diese normative Funktion haben sie praktisch vollständig aufgegeben und sind zu Instrumenten der Informationskriegsführung im Dienst der herrschenden Machtverhältnisse geworden. Ja. Damit ist schon aus diesen Gründen der Demokratie vollständig die Grundlage entzogen. Die kann es unter diesen Bedingungen nicht geben. Zwei Beispiele nur hierzu. Der neue Oxfam-Bericht, haben Sie vielleicht mitgekriegt, ganz kurz nur, das reichste Prozent kassiert fast doppelt so viel wie der Rest der Welt zusammen. Die Reichen werden immer reicher seit Beginn der Corona-Pandemie, das reichste Prozent der Weltbevölkerung, 2/3 des weltweiten Vermögenszuwachses kassiert. In der Corona-Krise stieg das Vermögen der 10 Reichsten der Welt stärker als in den vergangenen 14 Jahren zuvor, nämlich von 700 Milliarden Dollar auf 1,5 Billionen Dollar, also durchschnittlich um 1,5 Milliarden Dollar pro Tag. Ich nehme an, das schaffen die meisten von Ihnen nicht mal mehr in einem Jahr. Hier ist ein anderer Bericht von der Rand Corporation, Think Tank der amerikanischen Regierung. Die haben den kumulativen Effekt parasitärer Wertabschöpfung von 75 bis 2018 untersucht. Was bedeutet das? Die haben gefragt, wie viel größer ist das Abschöpfen des gemeinsamen Erarbeiten, die Bevölkerung schafft etwas, des gemeinsam erarbeiteten Ertrages durch eine kleine Elite. Und da zeigt sich, diese kleine Elite hat immer mehr von diesem gemeinschaftlichen Ertrag abgeschöpft. Wie macht sie das? Sie macht das vor allen Dingen so schleichend, dass sie es gar nicht mitkriegen, durch kleine Änderungen der Gesetzgebung, Steuergesetze, Abschreibung und so weiter. Also haben sie untersucht, wir untersuchen mal, wie das gewesen wäre, wenn es 2018 diese Abschöpfung, wenn es diese Gesetze, die kann man ja alle wieder rausrechnen, wenn es diese Gesetze nicht gegeben hätte, wie die Abschöpfung gewesen wäre und welcher Ertrag dann zur Verfügung gestanden hätte, und haben herausgefunden, dass die unteren 90% der Amerikaner 47 Milliarden Dollar mehr verdient hätten, die jetzt an die oberen 10% geflossen sind. Nur damit man mal eine Zahl hat, was wachsende Ungleichheit heißt. Also das ist ein Raubzug astronomischen Ausmaßes, einer Umverteilung von unten nach oben. Und jetzt kommt das Interessante, alles nach Recht und Gesetz. Das führt auf die Frage, wer macht eigentlich die Gesetze, dass so etwas passieren kann. Und das passiert alles in Form einer sogenannten Sperrklinke. Sperrklinke ist so ein Mechanismus, der geht immer nur in eine Richtung. Sie müssen ganz viele neue Gesetze einbringen, wenn dann 10 durchkommen, dann hat die sich wieder ein bisschen in die Richtung bewegt. Rückwärts geht nicht, weil die Vetomacht so groß ist, dass sie jedes Gesetz mit der Vetomacht von Lobbygruppen stoppen können. Diese Sperrklinke kann sich immer nur Umverteilung von unten nach oben bewegen. Und wenn die so langsam läuft, dann kriegen sie das gar nicht mit. Dann sagen sie, hups, ist ja jetzt alles irgendwie viel ungleicher geworden. Jetzt kommt der zweite Punkt. Warum kriegen die meisten das nicht mit? Warum sind wir kognitiv so blind für die Entzivilisierung von Macht? Wir kriegen diese Prozesse der Entzivilisierung kaum mit. Das ist natürlich, wer die Manipulationsmacht hat, kann das ganz leicht erreichen. Das ist Softpower. Denn es gibt, unser Gehirn ist so komplex, dass es beliebig viele Einfallstore für ein Hacking, wie beim Rechner, gibt, wo sie sozusagen in unsere Prozesse der Urteilsbildung von außen eingreifen können, um die zu manipulieren. Hier haben Sie auf Wikipedia, mit Vorsicht zu genießen, aber eine Auflistung.
eine Auflistung von Schwachstellen. Das sind ja vielleicht 100 oder 200, das sind aber beliebig viele. Das ist gerade die Komplexität unseres Geistes. Ich will Ihnen nur zwei nennen. Wir stehen im Banne des Augenblicks, wir alle. So sind wir gebaut. Ist auch gut so. Wir stehen im Banne des Augenblicks. Bei Ursachenzuschreibungen neigen wir dazu, die Ursprungsursache zu vergessen und nur die momentane Situation in unsere Meinungsbildung einzubeziehen. Das ist im Alltag nicht schlecht, denn das ist ja eigentlich ein Schutz. Das ist ein Mechanismus der Komplexitätsreduktion, sonst kriegten wir einen Overload, wenn wir alles mit einbeziehen müssten. Im Alltag ist das prima. Wenn aber jemand das für manipulative Zwecke nutzt, dann kann er uns in beliebige Richtung in unserer Urteilsbildung lenken. Das spielt, wenn Sie mal darauf achten, das spielt natürlich auch heute wieder eine große Rolle, beispielsweise die Deutungsmacht über Vorgeschichte von Ereignissen. Heute gilt ja schon der Hinweis auf eine Vorgeschichte von Ereignissen, sei es Ukraine oder Gaza, gilt schon als Desinformation oder als Feindpropaganda. Ein anderes Beispiel für diese Blindheit über die Vorgeschichte von Ereignissen ist der gezielte, lang zurückreichende, schleichende Prozess einer Umwandlung des Staates in Deutschland in einen autoritären Überwachungs- und Sicherheitsstaat. Dieser Prozess hat, und das wird Sie wahrscheinlich verwundern, weil Sie immer das Gefühl haben, das fing doch mit Corona an, oder nicht? Das fing schon 1950 an, hat eine lange Geschichte, Adenauer-Erlass, auf dem dann der Radikalen-Erlass von 1972 basierte, ein ganz, ganz dramatischer Einschritt zur Erstellung eines Autoritären, wo die Exekutive sich selbst ermächtigt hat. Die Exekutive kann, das ist der Witz der Notstandsgesetze, sie muss nur eine drohende Gefahr ausrufen, dann kann sie machen, was sie will und ist von allen demokratischen Fesseln befreit. Hat damals einen riesen Widerstand gegeben, weil es ein Notstandsgesetz wurden übrigens schon seit 1950 jede Menge auf unterer Gesetzesebene eingeführt. Diese Notstandsgesetze von 68 waren eine komplette Änderung des Grundgesetzes. Terrorismusbekämpfung, Corona-Krise, Kampf gegen Desinformation und so weiter und so weiter. Immer wenn eine große Gefahr, der Staat kann einfach eine große Gefahr ausrufen, Desinformation ist jetzt die neue große Gefahr, dann kann man Grundrechte einschränken. Das sind Entscheidungen der Machteliten, nicht des Staatsvolkes. Das ist eigentlich ein gravierender Widerspruch zur Rhetorik von Demokratie. Angela Merkel hat das ganz stolz auch zugegeben. Fast alle diese Entscheidungen sind gegen die Mehrheit der Deutschen erfolgt. Frag mal, wo war das? Was war noch mal mit Demokratie? Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Wie lang, wie alt das schon ist, was wir alles vergessen haben. Heinz Düx war ein renommierter Richter und Rechtswissenschaftler, der zusammen mit Fritz Bauer wesentlich dazu beigetragen hat, dass überhaupt die Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen in Deutschland in Gang kam. Heinz Düx schreibt, wir reden über das Jahr 2003, seit fast 25 Jahren, können Sie zurückrechnen, findet in Deutschland ein systematischer Zersetzungsprozess verfassungsrechtlich garantierter Freiheitsrechte statt, gegen die die Notstandsgesetze am Ende der 60er Jahre als harmlos angesehen werden müssen. Hier noch zwei weitere Stimmen von 67. Denken Sie mal, über welche Zeiträume wir sprechen. Der Publizist Sebastian Haffner schreibt, nominell leben wir in einer Demokratie, das heißt, das Volk regiert sich selbst. Tatsächlich hat, wie jeder weiß, das Volk nicht den geringsten Einfluss auf die Regierung, weder in der großen Politik
noch auch nur in solchen administrativen Alltagsfragen wie Mehrwertsteuer und Fahrpreiserhöhung. Das entmachtete Volk hat seine Entmachtung nicht nur hingenommen, es hat sie geradezu liebgewonnen. Der Philosoph und Psychiater Karl Jaspers, der hatte zwei große Studien in der Zeit über die politische Situation in der Bundesrepublik geschrieben, zwei berühmte Bücher. Darin schreibt er, paradox könnte man sagen, wir stehen in dem Zerfall einer Demokratie, die bei uns eigentlich noch gar nicht da war. Wir verrotten, ohne dass eine Substanz verrottete, die gewesen wäre. Die müssten sich wahrscheinlich heute beide wegen Desinformation um eine neue Stelle bemühen. Sie sehen, die Demokratie stand bereits vor 60 Jahren am Abgrund. Und heute ist sie einen entscheidenden Schritt weiter. Wir müssen einen kurzen Seitenblick auf ein Gebiet werfen. Die politische Ökonomie, die untersucht die Beziehung zwischen ökonomischen Verhältnissen und Herrschaftssystemen und hat untersucht in sehr breit angelegten Studien über den ganzen Globus und über einen riesen Zeitraum, unter welchen Bedingungen entstanden eigentlich diese kapitalistischen Demokratien und haben herausgefunden, eine historische Regularität, hier gebe ich Ihnen zwei bekannte Namen, Acemoglu und Robinson, wenn die Kosten der Repression zu hoch sind und Versprechungen von Zugeständnissen nicht glaubwürdig sind, können die Eliten gezwungen sein, eine Demokratie zu etablieren. Demokratie, sagen Sie, ist nichts anderes als die kostengünstigste Form einer Revolutionsprophylaxe. Diese Revolutionsprophylaxe kommt die Machteliten günstiger, wenn die Kosten der Repression zu hoch sind. Heute sind die Kosten der Repression durch Kontrolle der Massenmedien, Softpower, so niedrig wie nie. Nach dieser Regularität, können Sie jetzt rückwärts argumentieren, ist es zwangsläufig so nach dieser Regularität, dass heute demokratische Zugeständnisse wieder zurückgenommen werden. Das sehen Sie auch in der Entwicklung der kapitalistischen Demokratien nach dem Krieg. Es gab eine Zeit lang eine, Wolfgang Strick nennt das eine Hochzeit von Sozialdemokratie und Kapitalismus nach dem Krieg mit dem Sozialstaat. Das passte sozusagen in die Regularitäten des Kapitalismus. Als er das nicht mehr nötig hatte, diese Symbiose für kurze Zeit einzugehen, hat er sie sofort ab den 70er Jahren zerbrochen. Angela Merkel sagt, und das muss man sich auch in Ruhe auf der Zunge zergehen lassen, weil es eigentlich ein Aufruf zum Verfassungsbruch ist, wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. In scheinbarem Gegensatz dazu hat Steinmeier kürzlich, wir sind ganz aktuell, wir müssen unsere Demokratie verteidigen. Nun hatten wir gesagt, in der Politik geht es immer um Sprache. Wir müssen also genau hier auf die Sprache achten und fragen, was bedeutet denn unsere Demokratie? Und Sie ahnen schon, der Ausdruck unsere Demokratie aus dem Mund der politischen Klasse ist durchaus wörtlich zu nehmen. Er bedeutete eben ihre Demokratie und nicht unsere.
Der zweite Urteilsfehler, den ich kurz ansprechen möchte, ist wieder, dass wir in unseren Urteilen über gesellschaftliche Entwicklung, über Ereignisse, den Kontext, vorhin war es der zeitliche Kontext, jetzt ist es der räumliche Kontext, den räumlichen Kontext ausblenden und nicht angemessen beachten. Wir neigen dazu, wenn wir unsere Situation hier in der Bundesrepublik betrachten, als Erklärung auch Verhältnisse der Bundesrepublik heranzuziehen. Wir neigen dazu, die Situation in unserer Lebenswelt auch nach Ereignissen und Regularitäten unserer Lebenswelt zu bewerten und nehmen den Kontext, vernachlässigen den Kontext, was hier gravierende Folgen haben kann. Wenn wir also die Verhältnisse in der Bundesrepublik bewerten, dann suchen wir die Ursache, die Gründe für diese Entwicklung auch in der Bundesrepublik und vernachlässigen die geopolitischen Verhältnisse, die auch die Situation unserer Lebenswelt bestimmen können. Und das sind natürlich hier die USA als gegenwärtige Hegemonialmacht des Weltkapitalismus. Und ich will nur, um Missverständnisse zu vermeiden, sagen, dass das nicht eine wesenhafte Eigenschaft der USA ist, sondern der Kapitalismus ist auf Expansion und Landnahme angewiesen. Der Kapitalismus muss expandieren, sonst würde er kollabieren. Und damit er expandiert, braucht er eine harte militärische Hand, die ihm die Rahmenbedingungen schafft, um weltweit expandieren zu können. Das war in der frühen Zeit der Imperien, war das zunächst das Spanische Reich, was diese Rolle hatte. Dann war es neben Holländern, Portugiesen, Franzosen und andere, dann war es bis in die 50er Jahre Großbritannien als Imperium und wurde dann abgelöst von den USA, die heute für den Weltkapitalismus sozusagen die strukturellen Bedingungen militärisch sichern. Das projiziert sich in unsere Situation heute, die sogenannte Zeitenwende, die vollständige Indienststellung deutscher Politik für US-hegemoniale Interessen, hat eine Reihe von Konsequenzen, können Sie ja jeden Tag miterleben, die US-geleitete Selbstverstümmelung der deutschen Wirtschaft, das besorgniserregende Anschwellen einer eskalierenden Kriegsrhetorik, weiterer Abbau des Sozialstaates, denn was in die Rüstung geht, muss ja irgendwie dummerweise dann woanders gekürzt werden und so weiter und so weiter. Auch das hat eine lange Vorgeschichte. 2011 wurde auch schon von den Deutschen die Kriegsfähigkeit gefordert. Die Deutschen müssen das Töten lernen, das bezog sich auf Afghanistan. Also alles lange Tradition. Das Interessante ist immer wieder, wie groß eigentlich der kollektive Gedächtnisverlust ist. Die Zeitenwende ist eine dramatische weitere Entzivilisierung. Es hat in den letzten Jahren keinen Prozess der Entzivilisierung gegeben, der so dramatisch ist wie die Zeitenwende. Trotzdem wird sie von den meisten vielleicht als unschön und als irgendwie nicht so, aber nicht als ein dramatischer zivilisatorischer Abbau erlebt. Auch was die USA angeht, als hegemoniale Weltgewaltordnung, nenne ich Ihnen ganz kurz, das geht auch ganz lang zurück. Das sind alles ganz lang zurückgehende Entwicklungen, da ist nichts neu. Das geht auf die Truman-Doktrin zurück, vor allen Dingen auf das berüchtigte Dokument NSC 68, wo die USA schon die Führerschaft, die Weltführerschaft beansprucht haben. Damals indirekt für die sogenannte freie Welt. Seit 1991 für die gesamte Welt streben die USA eine hegemoniale Weltgewaltordnung an. Hier sind die Dokumente, können Sie alles nachlesen, läuft alles nach dem gleichen Schema, bauen alle auf dem NSC 68 auf. Die Wolfowitz-Doktrin, die USA
beanspruchen alleiniges Recht, jederzeit und an jedem Ort militärische Interventionen durchführen zu können und erklärten 1992, die Sowjetunion lag so etwas da nieder, wirtschaftlich, militärisch in jeder Hinsicht, erklärten sie kontrafaktisch zum Sicherheitsrisiko für ihre beanspruchte Hegemonie. Bill Clinton, alleiniger Anspruch auf Full Spectrum Dominance, überall, einfach überall, auch im sogenannten Informationsraum. Obama hat das bekräftigt, wir sind in der Lage, die Weltmeinung zu bestimmen. Und so weiter und so weiter und so weiter. Auch hier sehen Sie, wir dürfen nicht einfach nur im Hier und Jetzt denken, wir müssen die Kontinuitäten dieser Entwicklung im Kopf haben, wenn wir ein einigermaßen angemessenes Urteil uns darüber bilden wollen. Die USA sind in den fast 250 Jahren ihrer Existenz in mehr als 90% im Krieg gewesen, nur in 21 Jahren keinen Krieg. Sie haben, das ist übrigens ein ganz neuer Report des Kongresses, sozusagen der wissenschaftliche Dienst des Kongresses, seit 1789 haben sie weltweit 469 Militärinterventionen durchgeführt, davon 250 allein zwischen 1991 und 2022. Man kann sagen, dass die USA sich damit ein gewisses Anrecht auf den Titel erworben haben, die größte Gefahr für den Frieden in der Welt zu sein. Auch das hat wiederum, ich will immer wieder zeigen, wir müssen tiefer denken, wir denken viel zu sehr an der Oberfläche, auch das hat wieder tiefere Gründe, dass das der Fall ist. Da ist eine viel tiefere Ideologie noch hinter, nämlich der westliche Exzeptionalismus, Kampf der Guten gegen die wesenhaft Bösen. Was ist Exzeptionalismus? Das ist etwas ganz Wichtiges. Das ist die Auffassung, dass eine Nation aus religiösen oder kulturhistorischen Gründen eine Sonderstellung einnimmt und über dem Völkerrecht steht. Stünde. Einer der einflussreichsten politischen Philosophen der USA hat gesagt, ich glaube nicht, dass der Westen von anderen Kulturen etwas zu lernen hat. Unser Ziel sollte es vielmehr sein, den Planeten zu verwestlichen. Auch das, jeder amerikanische Präsident hat das unterschrieben, der amerikanische Exzeptionalismus, die USA stehen über dem Völkerrecht. Obama, sehen Sie, hat es auch nochmal, dass er mit jeder Faser seines Herzens das bekräftigt. Westlicher Exzeptionalismus zieht sich durch über mehr als 500 Jahre, Kreuzzüge, Kolonialismus, Kampf gegen Terrorismus und so weiter. Die aggressive Verfolgung materieller Interessen unter dem moralistischen Mantel eines permanenten heiligen Krieges, um das Böse aus der Welt zu schaffen. Wir müssen uns überhaupt erstmal wieder bewusst werden, in welcher ideologischen Blase wir denken. Und nur wenn wir das wieder aufdecken, haben wir eine Chance, erfolgreiche Gegenstrategien zu entwickeln. Warum sind wir nicht in der Lage, robuste gesellschaftliche Schutzbalken gegen eine Entzivilisierung von Macht zu entwickeln? Jetzt ahnen Sie schon, jetzt kommt das Thema Wahlen. Warum sagen wir nicht einfach Nein und wählen die ab und wählen andere? Das führt dann zu der Frage, wer hat eigentlich die Entscheidungsmacht bei politischen Entscheidungen? Und das ist natürlich eine empirische Frage. Das sagt sogar die Bundeszentrale für politische Bildung. Die sagt, die Bundesrepublik Deutschland ist eine Demokratie, sagt aber an anderer Stelle, nicht, ob sich ein Staat als Demokratie bezeichnet, ist entscheidend, sondern entscheidend ist, wer tatsächlich die Herrschaft ausübt. Diese Vorlage nutzen wir gerne, um empirisch die Fakten klarzukriegen, wer hat eigentlich die Entscheidungsmacht im Staate.
Die Fakten sind, die einflussreichste Untersuchung ist zwei berühmte Politologen aus den USA, Gehlens und Page, die 2014 eine ganz groß angelegte, die ist methodologisch ziemlich kompliziert, ich will darauf nicht eingehen, groß angelegte Studie gemacht haben und das später zu einem ganzen Buch, was kürzlich erschienen ist, ausgearbeitet haben. Die haben das empirisch untersucht und was finden sie? Die unteren 50% auf der Einkommensskala haben nur einen vernachlässigbaren, fast null, sehr wörtliches, fast null Einfluss auf politische Entscheidungen. Und sie sagen, die Bezeichnung Demokratie ist damit obsolet. Wir haben eine Wahloligarchie, bestenfalls. Ein Zitat, politische Entscheidungen werden von mächtigen Wirtschaftsorganisationen einer kleinen Anzahl von wohlhabenden Amerikanern dominiert. Diese Studie wurde für Deutschland, sonst könnten Sie sagen, in den USA, da ist ja alles ganz schlimm, und so, bei uns ist alles ganz anders. Die wurde in Deutschland auch durchgeführt. Was Bürgerinnen mit geringem Einkommen in besonders großer Zahl wollten, hatte in den Jahren 98 bis 15 eine besonders niedrige Wahrscheinlichkeit, durchgesetzt zu werden. Das für die USA nachgewiesene Muster von systematisch verzerrten Entscheidungen trifft also auch auf Deutschland zu. Die Schlussfolgerung, schreibt Danny Roderick, ein renommierter politischer Ökonom, die Schlussfolgerung ist eindeutig, wenn die Interessen der Eliten von denen des Rechts der Gesellschaft abweichen, sind es ihre Ansichten, die zählen, fast ausschließlich. Die Schlussfolgerung ist, Parlamentswahlen spielen offenkundig in kapitalistischen Demokratien für alle grundlegenden Entscheidungen keine Rolle mehr. Das ist gerade das große, verborgene, schmutzige Geheimnis kapitalistischer Demokratien. Und um das aufzubrechen, muss man wieder sehr viel tiefer graben im Ansatz, als wir das üblicherweise tun, weil wir immer wieder, das sehen Sie an den kognitiven Verzerrungen, wir neigen immer wieder dazu, an der Oberfläche des Konkreten zu bleiben. Wir müssen sehr viel tiefer graben und die Beziehung von Kapitalmacht und Manipulationsmacht untersuchen, denn darin liegt dieses schmutzige Geheimnis. Die Beziehung von Kapitalmacht und Manipulationsmacht hat zwei Aspekte, kommen wir noch drauf. Das sind einmal natürlich die Medien, die in privater Hand sind. Und das ist zum anderen die Möglichkeiten der Entwicklung ideologischer Macht. Auch da kommen wir gleich drauf. Schäuble hat das natürlich bekräftigt, positiv. Wahlen dürfen an grundlegenden Aspekten nichts ändern. Auch das muss man sich wieder in Ruhe als Ausdruck harter Verfassungsfeindlichkeit auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben aber doch formal freie Wahlen. Das mag in gewisser Weise stimmen, dass Wahlen weitgehend formal frei sind. Das Problem liegt aber wiederum sehr viel tiefer. Selbst wenn Wahlen formal frei sind, sind sie psychologisch nicht frei. Was bedeutet das? Das Tiefere ist natürlich, sind die Prozesse der Meinungsbildung frei? Wenn Sie Ihre Stimme abgeben, das ist ja schon der letzte Schritt, und diese Abgabe der Stimme frei ist, heißt das ja nicht, dass die psychologischen vorhergehenden Prozesse, wie sie eigentlich ihre Meinung gebildet haben, dass die psychologisch frei sind.
Denn wenn die Prozesse der Meinungsbildung schon manipulativ kontaminiert sind, dann spielt die eigentliche Wahl überhaupt keine Rolle mehr, weil die Meinungsbildung bereits synchronisiert ist. Und hier haben wir wieder die Beziehung von Kapitalmacht und Manipulationsmacht. Das ist ein ganz wichtiger Vergleich, über den es sich lohnt nachzudenken. Wahlwerbung beruht natürlich auf Kapitalmacht. Wer hat das Geld? Sie wissen, in den USA sind das viele Millionen, die eine Wahlkampagne kostet. Wer hat die Kapitalmacht, Wahlwerbung zu machen? Wahlwerbung will aber eine freie Urteilsbildung in gleicher Weise unterminieren, wie eine Produktwerbung bei Konsumgütern eine freie Urteilsbildung unterminieren will. Wenn Werbung nur dazu diente, sie objektiv über ein Produkt zu informieren, dann brauchten wir sie eigentlich nicht. Konsumwerbung dient gerade dazu, ihnen etwas zu verkaufen, was sie eigentlich nicht brauchen und möglicherweise auch gar nicht wollen. Konsumwerbung macht also das, was in der Wirtschaftswissenschaften, in dieser Markttheologie, in dieser Fiktion eines freien Marktes, Konsumwerbung zerstört einen freien Markt, weil der viel Geld hat, kann auch mit unglaublicher Wucht für ein schlechtes Produkt, Microsoft, für ein schlechtes Produkt es durchsetzen. Solange also Massenmedien in privater Hand sind oder in ökonomische, politische Machtstrukturen, kann es keine freie Urteilsbildung geben. Wir müssen tiefer graben. Wie schaffen wir es, die Bedingungen für eine freie Urteilsbildung zu sichern? Über Wahlen brauchen wir gar nicht zu sprechen, bevor das nicht garantiert ist. Wahlen in kapitalistischen Demokratien können also wegen der Funktionslogik des Kapitalismus als Gesellschaftsform nicht psychologisch frei sein. Ich zitiere hier aus eher konservativer Sicht ein renommierter Neuzeithistoriker, der sich mit der Geschichte des modernen Staates beschäftigt hat. Der drückt das ziemlich schonungslos aus. Die Wahl selbst hat nur symbolischen Charakter. Sie stellt das zentrale Ritual des demokratischen Theaterstaates dar. Denn es geht ja nicht um Sachentscheidungen, sondern nur um Bestätigung oder das Auswechseln politischer Galionsfiguren, die ihre Legitimation dadurch erhalten, dass die Bürger dieses Ritual vornehmen dürfen. Damit wird symbolisch die Fiktion der Volkssouveränität bekräftigt, auf denen der moderne Verfassungsstaat begründet ist. Das ist also ganz ideologisch nüchtern festgestellt, welche Funktion Wahlen eigentlich haben. Jetzt haben wir daraus ein Problem. Wir haben ja ein Spannungsverhältnis zwischen Rhetorik, dem Volk wird immer erzählt, ja, ihr könnt ja anders wählen, ihr habt euch ja die Verhältnisse selbst eingebrockt, denn ihr wählt ja ganz frei diejenigen, die es dann machen. Das Volk ist schuld an den Verhältnissen. Wir haben dann ein Spannungsverhältnis zwischen Rhetorik und Realität. Hier nochmal die Bundeszentrale. Bei Wahlen überträgt das Volk die Macht an seine Vertreter. Die sind das wirksamste Instrument demokratischer Kontrolle, denn das Volk kann ja, wenn es unzufrieden ist, einen Machtwechsel herbeiführen. Das ist wieder die Rhetorik. Die Realität ist eine systematische Entzivilisierung von Macht. Seit 60 Jahren, wie eine Sperrklinke, immer nur in eine Richtung. Keine Entscheidung des Volkes. Dieses Spannungsverhältnis erzeugt Gefühle politischer Ohnmacht. Das ist das, was uns täglich bewegt, dass wir ein großes Gefühl politischer Wirkungslosigkeit haben. Wir können machen und machen und machen und irgendwie ab und zu mal kleine Erfolge, aber an den großen Verhältnissen ändert es nichts.
Das erzeugt wiederum einen Vertrauensverlust in die politische Führung. Das finden Sie in allen Umfragen in dramatischer Weise steigend. Ich gebe Ihnen auch hier ein paar Beispiele vom Edelman Trust Barometer von 22. Misstrauensvotum gegen der Führung. Weit über ein Drittel der deutschen Befragten ist überzeugt, dass Führungskräfte bewusst lügen und in die Irre führen. Irgendwie kriegt das Volk doch was mit. Irgendwie kriegt es was mit und es verliert das Vertrauen in die Führung. Vertrauen Regierung in Deutschland, in Europa ist Vertrauen der Regierung in Deutschland, war ich auch überrascht, aber scheint so zu sein, am niedrigsten, wo nur 34% ihr Vertrauen. Deutsche Welle sagt, das Vertrauen der Deutschen, auch von 23, das Vertrauen der Deutschen in staatliche Institutionen erreicht neuen Tiefpunkt. Es ist was da. Es ist ein großes Unbehagen in der Bevölkerung. Es ist ein großer Vertrauensverlust in der Bevölkerung. Denn eigentlich sind die Zeiten heute längst wieder, das haben wir von Piketty bis zu vielen anderen, wir sind wieder, was die Ungleichheit angeht und auch andere Dinge, längst wieder in einer vorrevolutionären Phase. Wir sind wieder in Zuständen, die wie im Feudalismus sind. Das bedeutet, eigentlich wäre es längst wieder Zeit für eine Revolution. Warum werden all diese Dynamiken der Entzivilisierung so geduldig hingenommen? Das kriegen natürlich auch die Eliten mit, die haben ja so Davos ist so ein Inszenierungs- und Eliteninszenierungstreffen. Da treffen die sich als Eliten, um ihre Verantwortung für die Welt zu übernehmen. In diesem Jahr, sie haben gemerkt, worum es geht. Sie sagen, wir müssen das Vertrauen wieder gewinnen. Wir müssen das Vertrauen wieder gewinnen. Warum geht das verloren? Und jetzt schauen Sie sich die Umfrage unter den Eliten, die befragen sich auch immer, die Umfragen unter den Eliten an. Ganz oben, die größte Bedrohung für die Welt ist nicht ein Atomkrieg. Da kann man noch dran verdienen. Die größte Bedrohung für die Welt ist Missinformation und Disinformation. Ich weiß nicht, wo Sie so subtile intellektuelle Unterscheidungen noch machen. Das ist die größte Bedrohung für die Welt. Wir müssen also, schließen Sie daraus, Fehldenken bekämpfen. Die Bedrohung ist nämlich nicht die Eliten. Das hat Gauck hier vor einiger Zeit auch schon gesagt, die Bedrohung ist das Volk und nicht die Eliten. Das Staatsvolk wird als größte Bedrohung für die Demokratie angesehen. Man müsse unsere Demokratie vor dem Volk schützen, da das Volk durch Desinformation irregeleitet würde und damit das Vertrauen in die Herrschenden verlieren würde. Und sie formulieren ganz klar den Auftrag an die Anwesenden in Davos, was man machen muss. Man muss das Staatsvolk mit dessen Billigung und Duldung so manipulieren, dass sich der Volkswille mit dem Elitenwillen deckt, das Volk also gerade die Meinungen vertritt, die die Eliten für richtig halten. Wir müssen unsere Softpower-Anstrengung und natürlich auch unsere Soft-Repression durch Einschränkung des Debattenraumes und Fehldenken bekämpfen, müssen wir vergrößern. So, warum sind wir nicht in der Lage, gesellschaftliche Schutzbalken zu entwickeln? Wie kann man eigentlich, was muss man machen, dass diese Tatsache dessen, was wir gerade, empirische Studien, die Entscheidungsmacht liegt ganz woanders, die liegt nicht beim Volk. Wie kann man diese Tatsache verschleiern? Und das führt jetzt zu dem großen Thema ideologische Macht. Ideologische Macht ist das Zauberwort, mit dem sich das erreichen lässt.
Dieses Thema ist so kompliziert, dass man eigentlich eine mindestens viersemestrige Vorlesung dafür brauchte. Kriegen wir heute Abend nicht hin. Oder man müsste es in Comicform präsentieren, das werde ich nun mal versuchen. Was ist ideologische Macht? Ideologische Macht bezieht sich auf die Macht, die sinnstiftenden Denkkategorien, die Deutungszusammenhänge und Rahmenerzählungen zu beeinflussen und zu kontrollieren, mit denen Menschen sich ein gedankliches Bild ihrer gesellschaftlichen Wirklichkeit machen. Ideologische Macht ist also der größte Hacking-Angriff auf das menschliche Bewusstsein. Die Art unseres Denkens, schon im Ansatz, nicht erst auf die Schlussfolgerung zu beeinflussen, was hinterher rauskommt, schon die Art unseres Denkens an der Wurzel, ganz tief unten an der Wurzel zu prägen, sodass wir gar nicht mehr mitkriegen, dass schon im Ansatz unser Denken in seiner Begrifflichkeit, in der Sprache und so weiter vollständig kontaminiert ist im Sinne der jeweils Herrschenden. Ideologische Macht ist also Manipulationsmacht und dient der Erzeugung illusionärer Realitäten. Sie dient dazu, das gesamte Bewusstsein der Machtunterworfenen im Sinne der jeweils Herrschenden zu formen. Jetzt werden Sie sagen, ja, das geht doch gar nicht. Erstens sind wir alle ziemlich clever und lassen uns nicht beeinflussen. Und dann sind wir ganz viele und haben ganz viele unterschiedliche Auffassungen. So etwas geht doch gar nicht. Ein Blick auf die Zivilisationsgeschichte zeigt wieder, an diesem Programm der ideologischen Macht haben die Herrschenden aller Zeiten extrem gearbeitet. Ein großer früher Höhepunkt war das pharaonische Ägypten, wo man ein so geschlossenes System ideologischer Macht hat, zu dem es keinen Außenstandpunkt. Man konnte gar nicht außerhalb dieses Systems denken. Das hatte nun bestimmte Voraussetzungen, die funktionierten dann in modernen Gesellschaften nicht. Heute hat man das mit Hilfe von Psychologie und Sozialwissenschaften in den letzten 100 Jahren so perfektioniert, dass sie sich nicht mehr einen Begriff davon machen können, wie heute diese Techniken ideologischer Macht und der Bewusstseinsmanipulation, wie extrem hochentwickelt die mittlerweile sind. So, jetzt steigen wir ins Comic ein. Eine der ältesten Allegorien dafür ist die platonische Höhle. In der platonischen Höhle, Platons Höhlengleichnis, finden Sie im Platons Buch Der Staat, da sind Menschen in einer Höhle eingeschlossen und gefesselt, denen wird manipulativ hier eine Wirklichkeit vorgespielt. Sie erleben hier den Schattenwurf, nicht mehr die Realität, sondern auch nur dieser konstruierten Realität. Die Realität, die ist erst hier oben. Ihnen wird ein Schattenwurf vorgespielt und sie erleben es als Realität. Und da sie sich nicht bewegen können und auch sich nicht umdrehen können, um die kausale Beschaffenheit der Art und Weise, wie die illusionäre Realität erzeugt worden ist, zu erkennen, sind sie zutiefst überzeugt, das ist die einzige Realität, die es gibt. Sie sind so tief davon überzeugt, wie wir alle von unseren Alltagsvorurteilen auch überzeugt sind. Das ist zugleich auch eine Allegorie über Vorurteile. Aus Vorurteilen kommt man nicht raus, die haben gerade die Eigenschaft, dass sie als Vorurteil in der Regel nicht erkennbar sind. Das kennen Sie aus dem Alltag, dass Sie wissen, Vorurteile haben immer nur ihre bekannten Freunde und Feinde. Man selbst hat natürlich keine Vorurteile, aber alle anderen haben Vorurteile. Das heißt, die hier Gefesselten haben ihre Unterdrückung liebgewonnen und sind zutiefst überzeugt, die tatsächliche Realität wahrzunehmen. Wenn jemand, und deswegen will ich Ihnen das Zitat geben, weil das heute wieder Relevanz hat, wenn jemand sie aufklären und befreien möchte, sind sie entschlossen, ihn zu töten. Zitat Platon: Wer aber Hand anlegt, um sie zu befreien und hinaufzuführen,
den würden sie wohl umbringen, wenn sie nur seiner habhaft werden und ihn töten könnten. Das heißt, in dieser, die platonische Höhle ist die perfekteste Form der Indoktrination, die Aggressivität der ideologisch Gefesselten gegen alle, die ihre Vorstellung als Vorurteile, Trug und Ideologie aufdecken, zeigt sich auch gegenwärtig wieder in dem hohen Ausmaß des medial erzeugten Hasses auf diejenigen, die nicht bereit sind, dem verordneten Denken zu folgen. Und die Aggressivität, diese Allegorie, ist in gewisser Weise auch gleichzeitig eine Allegorie der Aggressivität des Vernichtungswillens gegen Whistleblower. Sie haben hier den Fall Julian Assange sozusagen. Es muss bis zur Vernichtung gehen. In der Höhle können die sich ja gar nicht miteinander, die können sich nicht bewegen, können sich nicht abstimmen, nichts. Demokratie bedeutet ja gerade, dass wir miteinander sprechen können und wir können auch andere Medien, wir gehen in die Nachbarhöhle, wir können auch andere Medien ansehen. Daraus resultiert ja in der Demokratie die Pispersche Hoffnung, nenne ich das mal. Volker Pispers hat gesagt, was meinen Sie, was hier los wäre, wenn die Leute wüssten, was hier los ist? Ja, jetzt ahnen Sie schon, dass Ihnen das Lachen im Halse stecken bleibt, denn Sie wissen, was wäre denn, wenn die Leute wüssten, was hier los ist? Gäbe es dann eine Revolution? Nein, natürlich gäbe es keine Revolution, es gibt keine Revolution. Auch wenn die Leute wüssten, was da los ist, dann schalten sie um auf Barbie. Das heißt, und hier haben wir das gebildete Publikum, denn Sie sehen, die gucken nicht nur Tagesschau, die lesen auch noch eine Zeitung. Und manche lesen sogar zwei Zeitungen und schauen auch abends noch mal in Fokus. Das heißt, was wir heute haben als Befund ist, wir haben eine gigantische Zerstörung mühsam errungener zivilisatorischer Substanz, alles mit Billigung und stillschweigender Duldung, gerade der Teile der Bevölkerung, die am längsten das Bildungssystem durchlaufen haben. So, nun ist ja Comic nicht Realität unbedingt. Wir brauchen Fakten, Fakten, Fakten. Schauen wir uns an, wie die tatsächlichen Verhältnisse sind. Umfrage vom 13. Februar. Welche Partei würden Sie wählen, wenn er am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre? Was finden wir? 54% der Wähler würden wieder genau die Parteien wählen, die für die gegenwärtigen Zustände verantwortlich sind. Wir haben eine extreme Status quo-Beharrung. Es kann kommen, was will. Es kann kommen, was will. Die ganzen letzten Jahrzehnte kam die gigantische neoliberale Revolution. Es kamen alle möglichen Dinge. Es kann sein, was will. Es gibt eine riesige Status quo-Beharrung in der Bevölkerung. Und wir können ja eigentlich auch einen Großteil der AfD auch damit zurechnen, weil sie ja weite Aspekte des Extremismus der Mitte, also dieser Parteien, teilt, wie Nationalismus, die aggressive Migrationsbekämpfung, die die EU gerade gegenwärtig militärische Migrationsbekämpfung über Frontex macht und viele andere Aspekte, die sich ja hier in diesen Parteien wiederfinden, denn die AfD, wissen Sie, ist Fleisch vom Fleische der CDU und der FDP. Dass das so ist, das ist atemberaubend.
dass egal was ist, die Leute immer wieder die Parteien wählen, die es verursacht haben, ist ein atemberaubend spektakuläres Leistung von ideologischer Indoktrination. Denn Propaganda gibt es ja bei uns nicht, das gibt es ja immer nur bei Feinden. Das heißt, der gesamte Denkraum ist so verdreht und verrauscht, dass die bestehenden Machtverhältnisse als normal erscheinen und dadurch die Zustimmung zu ihnen erhöht wird. Hier ist wieder die platonische Höhle, hier ist die vorgespielte Realität. Die Frage ist, wie kommen wir aus der Höhle raus? Was verstellt eigentlich den Blick auf ein Erkennen der tatsächlichen gesellschaftlichen Realitäten? Das sind natürlich die Medien, weil die Medien der Maschinenraum der Ideologieproduktion sind. Und Medien im weitesten Sinne, Zeitungen, Fernsehen, Internet, die gesamte Unterhaltungsindustrie, Schulen, Universitäten und so weiter, sie sind im Wortsinne Medien, weil sie Mittel sind, uns über etwas zu unterrichten, was nicht Teil unserer eigenen Erlebniswelt ist. Wir können ja nur ganz kleine Ausschnitte der Realität erleben. Wir sind darauf angewiesen, unterrichtet zu werden über die Realität, die wir nicht persönlich erleben. Das sind die Medien. Und die bilden den Maschinenraum der Ideologieproduktion. Damit kommen wir zur letzten Frage. Was tun? Wie lassen sich Höhlenausgänge finden? Und einer der wichtigsten Punkte, deswegen habe ich der wichtigsten denkmethodologischen Punkte im Politischen, deswegen habe ich das vorweggestellt von dem Schriftsteller Thomas Pynchon. Wenn Sie dich dazu bringen können, die falschen Fragen zu stellen, brauchen Sie sich über die Antworten keine Sorgen zu machen. Das sollten Sie sich in der Tat ausschneiden und übers Bett hängen und jeden Tag 1 bis 3 Mal wie über ein 10-buddhistisches Koan darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet und ob man jetzt schon tiefer versteht, was es bedeutet. Denn wenn die Fragen ideologisch kontaminiert sind, wenn Sie schon in der Begrifflichkeit die falschen Fragen stellen und viele Protestbewegungen starten immer schon mit den falschen Fragen, dann sind natürlich auch, wenn die Begrifflichkeit schon kontaminiert ist, sind die Antworten emanzipatorisch unbrauchbar. Aus Falschem kommt nichts Richtiges. Da müssen wir immer wieder darauf achten, stellen wir eigentlich die richtigen Fragen und nicht fragen, wie kriegen wir eigentlich unsere Demokratie zurück? So, diese Mauer ist natürlich, weil es eine Mauer der Ideologie ist, eine Mauer im Kopf. Sie ist nicht wie eine militärische Mauer, sie ist keine Hardpower-Mauer, sie ist eine Mauer im Kopf, die uns den Weg verstellt, Höhlenausgänge, wieder ein Außenstandpunkt. Was wir suchen ist ja, wir müssen endlich wieder einen Außenstandpunkt außerhalb der Ideologie. Eigentlich eine Unmöglichkeit. Das kann natürlich nur kollektiv und gemeinsam und in kleinen Schritten passieren. Wie kann man wieder kollektiv einen Außenstandpunkt zu diesem hermetisch abgeschlossenen ideologischen Gewölbe finden? Ich will Ihnen ein paar Stichworte nur damit man überhaupt eine Richtung hat, was geschehen muss. Wir müssen überhaupt wieder Ziele von einer gerechten, wohlgeordneten Gesellschaft formulieren. Alle frühen Zivilisationen, das ist erstaunlich, ob Mesopotamien, ob China, ob Indien, alle frühen Zivilisationen hatten kollektive Vorstellungen, was ist eine wohlgeordnete Gesellschaft. Und die waren auch im Kern immer gleich,
dadurch, dass man das Gegenteil formulierte, die Dystopie. Eine nicht wohlgeordnete Gesellschaft ist eine Gesellschaft, wo das Recht des Stärkeren gilt. Oder wie man das früher in Ägypten, Mesopotamien formulierte, eine Gesellschaft ist nur gerecht, wenn der Schutz der Schwachen vor den Starken gewährleistet ist. Das heißt, wir fanden in früheren Zivilisationen Vorstellungen von einer gerechten, wohlgeordneten Gesellschaft. Diese Vorstellungen sind uns heute verloren gegangen. Wir müssen also überhaupt erst mal wieder Ziele formulieren. Denn Sie wissen, wer das Ziel nicht kennt, kann sich auch im Weg nicht irren. Wir brauchen wieder eine Idee von Gemeinschaft. Der Neoliberalismus hat ja die Idee von Gemeinschaft zerstört. Es gibt nicht so etwas, sagte Thatcher, wie Gemeinschaft. Es gibt nur in Konkurrenz stehende atomisierte Einzelne. So ist die Gesellschaft heute geworden. Wir sind eine Ansammlung sozial atomisierter Einzelner. Es gibt die Idee eines kollektiven Handlungssubjekts, wie es Anfang des letzten Jahrhunderts die Arbeiterbewegung noch hatte, durch Gewerkschaften, durch Parteien, die hatten eine kollektive Identität als ein kollektives Handlungssubjekt. Die Idee ist verloren gegangen. Und wir müssen natürlich, das sind die vielen Beispiele, die wir hatten, das kollektive Gedächtnis endlich wiedergewinnen. Und ein wichtiger Punkt, wir müssen Erfolg und Misserfolg unserer eigenen emanzipatorischen Bewegung analysieren. Warum sind welche Bewegungen eigentlich gescheitert und wo hatten sie vielleicht kleinere Erfolge? Woran lag das? Wie waren sie beschaffen? Wodurch konnten sie zersetzt und gespalten werden? Denn Fakt ist, dass die Protestbewegung, emanzipatorischen Bewegung der letzten 30 Jahre mindestens, der letzten 30 Jahre politisch de facto weitgehend wirkungslos geblieben sind. Selbst die weltumspannende Occupy-Bewegung, die so anfangs so vielversprechend war, konnte, als sie zu gefährlich wurde, in ganz, ganz kurzer Zeit zersetzt und gespalten werden. Das müssen wir analysieren. Wir müssen strategische Betrachtungen machen, um das zu verstehen. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Denn das Problem ist, dass die Mächtigen, die die Ideologie produzieren, die haben, das sehen Sie an dem Eliteninszenierungstreffen in Davos, die haben ein kollektives Gefühl, die haben Ziele, die haben ganz klare, definierte kollektive Ziele, mehr Macht und mehr Geld. Das heißt, wer die Kapitalmacht hat, Thinktanks zu betreiben und NGOs und Stiftungen und so weiter und so weiter, auch Deutschland ist voll mit solchen Stiftungen, werden sogar von der Bundesregierung finanziert. Wer die Macht hat, der kann sich, die Machteliten können sich Geist kaufen. Die brauchen keinen eigenen Geist. Die brauchen keine eigenen Mühen um ein kollektives Gedächtnis. Die kriegen ihr eigenes kollektives Gedächtnis aus Thinktanks präsentiert. Die kriegen ihre eigenen Strategien aus Thinktanks präsentiert. All das haben wir nicht. Das heißt, wir haben einen gewaltigen strategischen Nachteil, bei dem, wenn wir emanzipatorische Kämpfe organisieren wollen. Nun ist Ideologie eigentlich etwas Weiches, nicht wie eine Mauer etwas Hartes. Ich will hier mal die Ideologie als eine Zwiebel mit ihren verschiedenen Schichten darstellen, die den Höhleneingang versperrt. Der Höhlenausgang ist für uns versperrt durch eine dicke Zwiebel der Ideologie. Die besteht aus ganz vielen Schichten. Manche sind trivial, manche gehen tiefer. Hier ist der eigentliche Kern. Hier an der Oberfläche, außen sind natürlich auch viele
ideologische Schichten. Die erste Ideologie, die wir alle gelernt haben, wir haben ja ganz viele Medien, wir haben ja in Deutschland Medienvielfalt, wissen Sie. Wir alle haben das Gefühl, nachdem wir drei Zeitungen gelesen haben und noch Tagesschau geguckt haben, wir sind informiert, uns kann man nichts vormachen. Wenn einer informiert ist, dann sind, seien wir ehrlich, wir es. Das ist schon mal eine erste ganz gefährliche Ideologie, die wir hinterfragen müssen, die sehr, sehr schwierig ist, weil die tief in uns verankert ist. Dann natürlich wieder der westliche Exzeptionalismus, den wir schon hatten. Der westliche Exzeptionalismus hat im Kern, weil er die geradezu religiöse Überzeugung beinhaltet, dass wir den Auftrag haben, dass wir die Einzigen sind, die wirklich zivilisatorischen Fortschritt und zivilisatorische Werte in die Welt tragen. Und damit haben wir auch den Auftrag, unsere Werte in die Welt zu tragen. Das nannte man im Kolonialismus die zivilisatorische Mission. Dazu gehört auch die Ideologie, wir haben eine Demokratie. Deswegen können wir in andere Länder einfallen. Wir können, heute heißt das autoritäre Regime, die können wir beseitigen, weil wir ja alles machen, um dem Werten und dem zivilisatorischen Fortschritt zu dienen. Das ist der Kern, das ist der tiefste Kern unserer Ideologie, die natürlich wieder heißt, wir sind die Guten. Und auch das wird in der Literatur dazu ganz explizit formuliert, dass der Westen berechtigt ist, um das Böse zu beseitigen, darf er auch etwas Böses begehen, um das Gute zu schaffen. Was kann man machen? Jetzt kommt eine Lösung, die Sie möglicherweise als etwas billig erleben, die aber sehr viel mehr Potenzial und Sprengstoff beinhaltet, als es auf den ersten Blick erscheint. Sie geht zurück auf Ferdinand Lassalle. Das mächtigste Instrument, um Wege zu Höhlenausgängen freizulegen, ist die Macht des Aussprechens dessen, was ist. Es ist das gewaltigste politische Mittel. Wir müssen die Asymmetrie der Situation der Machtverhältnisse beachten. Die Machteliten haben Thinktanks, sie können die Strategien sich entwickeln lassen, sie können das alles koordinieren. Hier haben wir ein Gegenmittel, das jeder Einzelne von uns im Alltag, in seiner Lebenswelt, in seinem Lebensbereich, nach seinen Möglichkeiten tagtäglich zur Anwendung bringen kann. Rosa Luxemburg hat Lassalle geradezu empathisch zugestimmt und das bekräftigt, dass das in der Tat das revolutionärste Mittel ist, was wir haben, auszusprechen dessen, was ist. Und sie schreibt, auch das will ich Ihnen als Zitat wörtlich geben, Rosa Luxemburg schrieb, das Negative, den Abbau, kann man dekretieren. Was weg muss, was schädlich ist, das kann man dekretieren. Den Aufbau, das Positive nicht, weil man ja immer gefragt wird, nun machen Sie doch mal einen konkreten Vorschlag, was wir machen sollen. Das lässt sich nicht dekretieren. Der muss kollektiv durch Erfahrung gewonnen werden. Den Aufbau, das Positive nicht, Neuland, tausend Probleme, nur Erfahrung ist imstande zu korrigieren und neue Wege zu öffnen.
Nur ungehemmtes, schäumendes Leben verfällt auf tausend neue Formen, Improvisationen, erhält schöpferische Kraft, korrigiert selbst alle Fehlgriffe. Das war genau im Athen der Antike und in der Aufklärung die Idee der Demokratie. Demokratie hieß immer, es gibt einen lernenden Souverän. Das Volk ist souverän in der Selbstgesetzgebung, aber die Gesetze müssen nicht gut sein, sie müssen demokratisch sein. Und demokratisch zu sein heißt, das Volk kann sie aufgrund seiner eigenen Erfahrungen jederzeit ändern. Das gibt die Flexibilität, ein Lernen. Das ist der Witz von Demokratie, jederzeit lernfähig zu sein und jederzeit sich aus den Erfahrungen schöpferisch, dahinter steht das große kreative Potenzial des Menschen, was wir humanspezifisch, über was wir als Menschen verfügen, dieses Potenzial zu nutzen. Und das bedeutet natürlich, man muss erstmal eine Gesellschaft der Bedingungen, eine kulturelle Atmosphäre schaffen, in der sich dieses schöpferische Potenzial zum Erproben, zum Durchprobieren nutzen lässt. Heute haben wir eine Gesellschaft, die von einer geradezu bleiernen gesellschaftlichen Atmosphäre gekennzeichnet ist, die alles kreative Potenzial dazu von Anfang an erstickt. Wir müssen also überhaupt erst wieder an der Schaffung einer solchen Atmosphäre arbeiten. Und Rosa Luxemburg fügt ja in dieser schönen Verbindung von Herz und Verstand, in dieser glänzenden Formulierung, trifft ja genau, formuliert genau diese Einsicht. Und wie immer bei Weisheiten haben sie die Eigenschaft, dass das Wesen einer Weisheit ja gerade darin besteht, dass man sie überhaupt schon verstanden haben muss, bevor man sie verstehen kann. Das gilt für alle großen, tiefen Weisheiten. Und das ist auch etwas bei diesem Satz, den muss man eigentlich aufschlüsseln. Da steckt so viel drin an Einsichten, an ganz tiefen Einsichten über die Anthropologie, über die Beschaffenheit des Menschen, über Demokratie. Den muss man aufschlüsseln und erst einmal in Ruhe auseinanderfummeln, um drüber nachdenken zu können. Ich will das ein bisschen versuchen, wieder mit Einsichten aus der Zivilisationsgeschichte verbinden. Die Entwicklung von Schutzinstrumenten für eine Zivilisierung von Macht benötigt eine gesellschaftliche Atmosphäre, die für die Entfaltung positiver schöpferischer Kapazitäten des Menschen förderlich ist. Nur in einer solchen Atmosphäre ist ein kollektives Entwickeln von geeigneten Denkrahmen und ein kollektives Lernen möglich. Für diesen Weg kann es, das sagt sie hier, keine Abkürzung geben, erst recht keine autoritären und expertokratisch Verordneten. Wenn ihnen jemand sagt, was sie machen müssen, um jetzt heute endlich diese Zustände zu beseitigen, dann sollten sie höchst skeptisch sein. Das lässt sich nicht verordnen, das kann niemand, das ist eine so komplexe Situation, in der wir stehen. Wir können nur versuchen, kollektiv uns auf den Weg zu machen und uns davor hüten, dass uns jemand sagt, ich habe hier einen Ratschlag, Leute, ihr müsst doch nur, ich habe gerade ein Programm geschrieben, wie man Wahlen besser organisieren kann. Da können wir wirklich direkte Demokratie per Computer machen. Das ist einmal pinschen, das ist schon die Frage falsch gestellt. Und dann geht es natürlich genau autokratisch an diesem vorbei. Ideen und Lösungen für eine Zivilisierung von Macht müssen von der gesellschaftlichen Basis entwickelt werden. Das ist der Hauptpunkt. So schwer uns das fällt, weil wir natürlich gerne Ratschläge haben, auch zur gedanklichen Entlastung von den Mühen, das zu entwickeln. Das heißt, dieses Instrument der Demokratie, was sich hier drin noch einmal verkörpert,
Das war das mächtigste Schutzinstrument gegen eine Zivilisierung von Macht. Dieses mächtigste Schutzinstrument gegen eine Entzivilisierung von Macht ist uns heute de facto genommen worden. Mit allen zerstörerischen Folgen und immer dramatischer werdenden zerstörerischen Folgen, die das für unsere Gesellschaft hat. Ich danke Ihnen. Dankeschön, jetzt haben wir noch etwas Zeit für ein paar Fragen. Herzlichen Dank, Herr Professor Mausfeld, für diesen wahnsinnig fesselnden Vortrag mit einer unglaublichen Dichte an Informationen, mit einem launigen Vortrag. Herzlichen Dank. Bedanke mich bei Ihnen, auch wenn da ein gutes Stück verfassungsschutzrelevanter Delegitimation des Staates mitgeschwungen ist. Das darf ich hier auch mit einem Augenzwinkern anbringen. Wir kommen zur Fragerunde. Sie haben sicher unglaublich viele Fragen. Wir sind ausverkauft voll, deswegen würde ich darum bitten, stellen Sie Ihre Fragen kurz und präzise, dann kommen auch möglichst viele von Ihnen dran. Zwei Saalmikros haben wir und wir schießen gleich los. Ich sehe die Mikros noch nicht, aber da hätte ich die erste Frage. Mich würde mal interessieren, ob eine Demokratie jemals in der Geschichte überhaupt über längeren Zeitraum funktioniert hat. Über den Zeitraum von? Über einen längeren Zeitraum. Demokratiegeschichte. Ja, ob Demokratie jemals länger funktioniert hat. In der Form, wie sie länger funktioniert hat. Das hat natürlich verschiedene Aspekte. Es kann sein, dass die Widerstände dagegen so groß sind, dass egal wie Demokratie beschaffen ist, sie eigentlich immer wieder gescheitert ist. Dann wäre die Konsequenz daraus zu sagen, wir müssen analysieren, wie eigentlich die andere Seite, nämlich die, die die Macht haben, darauf reagiert haben, weil die Demokratiegeschichte ist seit 2000 Jahren und noch viel länger eigentlich immer wieder ein Wechselspiel von Macht und Gegenmacht. Und in der Regel war die Macht immer, die haben ganz neue Tricks erfunden, zum Beispiel die Einführung des Staates vor vielen, vielen tausend Jahren, war ein Trick der Machteliten, um sich gegenüber die gesellschaftlichen Basis abzuschotten. Das hat die Techniken, die man schon hatte, zum Beispiel einer kollektiven Entscheidungsfindung, gab es in Mesopotamien, die hatten schon ganz tolle Techniken, die hatten Bürgerhäuser, wo man sich traf, um Fragen zu diskutieren und Fragen zu entscheiden. Die Grundlagen der Demokratie haben die Griechen eigentlich nur aus dem altorientalischen Bereich übernommen, aber auf eine ganz andere Ebene gehoben. So, das heißt, wir haben ein kreatives Potenzial, die Eliten haben aber leider auch ein kreatives Potenzial und sie haben noch Kapitalmacht, das in effizienterer Weise zu nutzen. Dadurch ist es ein ganz starker dialektischer, dynamischer Prozess, wie Hase und Igel. Es wird immer wieder etwas entwickelt, es wird etwas gegenentwickelt und so weiter. Es könnte es einen tieferen Einwand geben, den Sie vielleicht auch anspielen, dass Sie sagen, Demokratie beruht auf einem utopischen Menschenbild, so ist der Mensch nicht. Demokratie ist eine schöne Fiktion,
aber sie ist für den Menschen nicht gemacht. Kant hatte in seiner Ausarbeitung der Demokratie, seiner Aufklärungsdemokratiekonzeption gesagt, wir müssen die Konzeption einer Demokratie so ausarbeiten, dass sie auch für ein Volk von Teufeln funktionieren würde. Demokratie setzt also kein positives Menschenbild voraus, sondern sie nimmt den Menschen realistisch, wie er ist. Das heißt, demokratische Entscheidungen, man kann jetzt empirisch darauf verweisen auf der Geschichte und sagen, guck mal, hier hat man eine Demokratie, ihr seht doch, wie die entschieden haben. Das war doch ein Desaster, eine Katastrophe. Demokratische Entscheidungen müssen in einer Demokratie nicht gut sein, nicht rational. Der Witz demokratischer Entscheidung ist, dass sie demokratisch sind, mehr nicht. Nicht, dass sie einen besonderen, Demokratie zielt nicht darauf, wie der Neoliberalismus, einen neuen oder totalitäre Systeme, einen neuen Menschen zu schaffen und den Menschen nach den Vorstellungen der Eliten zu formen. Das macht Demokratie gerade nicht. Das heißt, es gibt zwei Aspekte. Den einen müssen wir sehr sorgfältig betrachten. Gibt es immanent im Konzept der Demokratie Schwachstellen, die Demokratie zwar nett machen, aber zu einer Utopie? Da kann man heute bei der ausgearbeiteten Konzeption, insbesondere der Aufklärung, wo die Schwachstellen beseitigt wurden, sagen, das ist nicht der Fall. Wenn Demokratie heute bis aufs Messer immer noch, trotz aller Rhetorik, bis aufs Messer bekämpft wird. Sie muss natürlich bekämpft werden, weil Demokratie ja ihrem Wesen nach die radikalste Machteinschränkung von Machteliten ist. Welche Machteliten würden da applaudieren? Sie müssen das gerade verschleiern, diesen Kampf. Wenn das der Fall ist und die anderen ganz andere Instrumente haben dagegen, das zu blockieren, dann ist der Schluss daraus, wir müssen uns umso mehr Mühen geben, die Techniken, mit denen Demokratie, mit denen emanzipatorische Bewegungen zersetzt werden, zu studieren. Eine der wichtigsten Techniken, können Sie immer wieder beobachten, ist die Spaltung. Nehmen Sie irgendeine emanzipatorische Bewegung, analysieren Sie mal, mit welchen Techniken, wie schlicht das ist, emanzipatorische Bewegungen zu spalten, weil immer irgendjemand auf irgendeiner Demonstration einen Antisemiten gesehen hat. Und schon kollabiert die gesamte Bewegung in nichts. Jetzt hatten wir da hinten eine Zuhörerin, die sich schon ganz lange meldet und dann hier vorne zwei und dann weiß ich die Reihenfolge nicht mehr. Da müssen wir, glaube ich, von vorne anfangen. Also Sie hatten ja gesagt, dass die Sie hat ja gesagt, dass die Demokratie ein Instrument der Eliten ist. Also so einige Attribute würde ich auch der Autokratie zuschreiben. Wie sehen Sie das? Wäre die Autokratie eine Alternative? Könnten Sie über Autokratie auch so einen Vortrag halten? Oder machen Sie das vielleicht auch mal? Autokratie heißt ja, jemand wie Einzelherrscher oder Oligarchen sind im Grunde Autokratien. Es gibt eine kleine Schicht oder einen Einzelnen, der herrscht. Das ist natürlich das Gegenteil von Demokratie. Ja, wäre das eine Alternative? Bitte? Nein, es wäre keine Alternative, habe ich schon so verstanden. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ob das eine Alternative wäre, die Autokratie, wenn die Demokratie schon so fehlerbehaftet und unvollständig ist? Das ist eine Sache ihrer Vorstellung von Gesellschaften, ihrer Lebensperspektiven. Wenn Sie sagen, Autokratie hat den Vorteil, ich muss mich um nichts mehr kümmern, ich werde mich da schon mit arrangieren, habe aber den Vorteil, es gibt dann weder Revolution, gibt sonst was und dass einige die Gekniffenen sind, geht mich ja auch nichts an, solange ich mein Ein- und Auskommen habe. Also die Frage kann ich natürlich nicht beantworten, weil sie mit den jeweiligen individuellen Wertesystemen zusammenhängt. Es kann Personen geben, in Deutschland gibt es einen hohen Anteil von autoritär gesinnten Persönlichkeiten und auch von einer großen Obedienzgesinnung, eine Gehorsamsbegeisterung. Wenn jemand von solchen...
Das fällt, ist wieder das Luxemburg-Zitat. Ich kann nicht sagen, was eine Alternative ist. Wir müssen kollektiv drüber nachdenken, was wir wollen. Ich kann jetzt nicht sagen, finde ich aber eine gute ein Autokrat, kann ja auch ganz sympathisch sein. Vielen Dank. Also Sie haben mir die also für mich haben Sie die Frage beantwortet, sehr gut sogar. Dankeschön. Mhm. Vielen Dank dafür, dass Sie das Höhlengleichnis verwendet haben, weil wir da die Dualität haben zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen Nacht und Tag. Das allein genügt schon, dass die Leute nicht aus der Höhle kommen, weil sie erst mal geblendet sind und es schmerzt. Und so geht es uns ja ein Stück weit auch. Und die Parallele ist ja auch mit den Ideologien. Die eine Seite wirft ja der anderen Ideologie vor. Und wie kommen wir aus diesem Dilemma heraus? Sie meinen als Dilemma, dass die einen sagen dies und die anderen sagen jenes. Da gibt es natürlich keine Antwort drauf. Da gibt es ja das Gleiche kollektiv. Wenn wir uns alle verständigen könnten und wenn die Leute in der Höhle nicht gefesselt wären, dann würden sie automatisch den kausalen Mechanismus der Welt, die sie beobachten, sie müssten sich ja nur einmal umdrehen. Sie müssten sich nur einmal umdrehen. Dann würden sie sehen, da wird ja ein Spiel gespielt. Sie wollen sich aber nicht umdrehen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, worauf Sie ziehen, dass Sie sagen, ja, das ist ja vielleicht ganz postmodern, das ist ja alles relativ. Die einen sagen A, die anderen sagen B. Was ist denn jetzt die Realität? Wir haben, das ist der Kern des Menschseins und auch der Kern unserer Gemeinschaft, wir haben ein Gefühl für wahr und falsch. Wenn uns die regulative Idee von Wahrheit genommen wird und wir sagen, alles ist ja möglich, dann wird auch Kannibalismus zur Geschmacksfrage. Da war noch eine Frage gleich hier vorne noch. Ja, mein Name ist Langhans, ich bin Unternehmer und ich bin auch bekennender Querdenker. Dazu bin ich geworden in den letzten 4 Jahren. Als Unternehmer interessiert mich die Ebene des Machens. Wie viel sind wir heute hier im Saal? 500? 600. 600. Wie kriegen wir es hin, dass wir 600 Macher werden? Dankeschön. Das war genau das Thema des Vortrags. Das ist die drängendste Frage, die wir haben. Wie kriegen wir die Leute aus dem Fernsehsessel von Barbie weg? Wir haben uns längst alle, und das betrifft wirklich uns alle, wir haben uns längst alle mit unserer Lebensform konsumistisch versöhnt. Wir sind sehr ambivalent, ob wir da eigentlich raus wollen, denn im globalen Maßstab haben wir einen sensationell hohen Lebensstil, Lebensstandard. Wir gehören immer noch, zumindest die Geld in der Tasche haben, leben wir in einer der freiesten Gesellschaft, die es gibt. Für die Nutznießer, dass dieser Wohlstand, den wir hier leben, das können Sie an nackten Zahlen wieder sehen, wie hoch eigentlich unser Verbrauch von Gütern in der Welt ist, die wir für unseren Lebensstandard beziehen, und zwar aus Ländern in der Regel des globalen Südens. Um es ganz hart und trocken zu formulieren, unser Wohlstand ist parasitär. Das war im europäischen Kolonialismus, das war immer so. Und das bereitet uns natürlich, das haben wir als Teil unseres Menschseins, wir haben eine ganz große Status Quo-Vorliebe. Wir schätzen es, die Situation, in der wir sind, selbst wenn sie nicht optimal ist, ziehen wir eine Situation vor, an die wir uns gewöhnt, gibt es viele Untersuchungen in der Sozialpsychologie und der Status Quo-Urteilsfehler, wir ziehen eine Situation vor, auch wenn wir sie ganz klar als nicht optimal erleben, weil sie uns die Sicherheit bietet, dass sie morgen noch so ist wie heute. Das Größte für uns, weil es angsterzeugend ist, ist Unsicherheit über unsere eigene Lebenssituation. Das ist was ganz Bedrohliches. Wenn ich nicht mehr weiß,
ob morgen noch das da ist, was heute da ist, dann ist das extrem beunruhigend. Das heißt, wir sind natürliche Status Quo-Befürworter und das schlägt sich natürlich auch ganz stark im Politischen nieder. Wir wollen keine Revolution. Revolutionen hatten meist auch nicht so angenehme Eigenschaften. Wir wollen eigentlich keine Revolution und wenn es eben geht, dann sollen die Dinge doch schon bleiben, wie sie sind. Aber wir hätten natürlich auch gerne etwas besseres Gewissen und ein besseres Selbstwertgefühl, wenn wir sagen können, gleichzeitig sind wir natürlich auch wahnsinnig radikal und kritisch. In diesem Spannungsverhältnis stehen wir. Deswegen bin ich, der Kapitalismus hat ja raffinierteste Methoden entwickelt, um uns durch diesen Konsumismus und die Freiheiten, das sind ja auch ganz klare Freiheiten, also für den, der Geld in der Tasche hat, große Freiheiten mit verbunden. Wir haben große Freiheiten. Der Kapitalismus hat ein System erzeugt, was uns geradezu verführt, uns mit diesem System in irgendeiner Weise anzufreunden. Das ist das Problem der freiwilligen Knechtschaft. Aldous Huxley hat das in seinen Büchern beschrieben. Wir sind geradezu mit Lust unterworfen, weil es so viele Vergnügungen gibt, die damit verbunden sind. Das heißt, Sie haben ein ganz tiefes anthropologisches Problem angesprochen. Wie kriegen wir da den Hintern hoch? Aber aussprechen, was ist. Zu Ihrer letzten Antwort passt ein Buchtitel, der heute da hinten ausliegt. Wir haben genug, ein Buch, an dem unter anderem meine Co-Landesvorsitzende Agnes Becker und ich geschrieben haben. Daneben liegen natürlich auch Ihre Bücher aus. Werfen Sie nachher noch einen Blick hinten an die Buchtheke. Es sind unglaubliche Werke dabei, die trotz ihrer Dicke und ja, auch ihrem intellektuellen Anspruch lohnenswert sind zu lesen. Wir haben hier eine Frage und es waren mehrere Fragen im Saal. Da hinten nämlich eine dann war, es tut mir leid, wenn ich es blendet auch ein bisschen, ich nehme nicht alles immer gleich wahr, vielleicht bin ich ein bisschen ungerecht, ist nicht meine Absicht. Zunächst hier vorne, dann da hinten und dann da. Ja, ich möchte mich bedanken für den Vortrag, es war sehr interessant. Ich habe aber eine Frage, ob das funktionieren kann. Wenn ich mir überlege, wer von hier, von uns im Saal zum Beispiel den nächsten revolutionären Motor entwickeln kann, wer das Energieproblem lösen kann, wer irgendeine andere dringende Frage lösen kann. Dazu gehört doch ein Wissen, dazu gehört ein Lernprozess, dazu gehören Erfahrungen. Und ich frage mich, jeder hat ja individuelle Stärken und Schwächen und jeder lernt in seinem, hoffentlich in seinem Feld, das ihn interessiert und wo er seine Talente hat, lernt Dinge zu machen zum Beispiel. Ja? Aber es sind eben doch nicht alle in einer Gesellschaft daran interessiert, wie müssten wir denn jetzt die Gesellschaft gestalten? Was wäre denn der beste Weg, um gemeinsam zu leben? Wo wollen wir denn hin? Also diese Fragen stellen sich doch nicht alle Menschen, genauso wenig wie sich alle Menschen fragen, wie können wir denn jetzt eine andere Energiequelle erhalten? Ja? Also ich frage mich, wie passt das zusammen? Ich möchte alle mitnehmen in einer gesellschaftlichen Entwicklung, aber eigentlich interessiert es auch gar nicht alle. Und alle haben auch nicht das Wissen. Ja, danke, wichtige Frage. Ich darf noch mal daran erinnern, die Fragen möglichst kurz, weil doch einige noch im Publikum sind, die was loswerden wollen. Es hat den Vorteil, diese Frage kann ich kurz beantworten. Sie haben recht, das geht gar nicht. Ich will aber trotzdem noch ein bisschen was zur Erläuterung geben, weil ich genau darauf ja hinaus wollte. Wir sind, das ist Teil der Höhlenideologie, wir sind mittlerweile nur noch atomisierte Einzelne. Wenn wir nicht wieder ein Gefühl von wir, von Identität, von kollektiver Identität, dann geht das alles gar nicht. Jeder Einzelne von uns hat mit seinem täglichen Alltag eigentlich so viel Brassel am Hals, so viel Entscheidungen zu treffen, so viel Energie reinzustecken. Unser Lebensalltag ist so kompliziert,
wenn wir schon so eine Frage stellten, wie soll denn das gehen, dass wir jetzt eine Idee entwickeln, wie man das alles machen kann, dann würde jeder Einzelne einen psychischen Bandscheibenvorfall kriegen. Das geht nicht. Das geht nicht. Der Witz der Antwort ist also gerade, wir müssen Kollektivität wiedergewinnen und dann erst in diesem Prozess, das ist das Luxemburg-Zitat, in diesem Prozess der Kollektivität gucken wir, wie wir weiterkommen. Wenn wir nur atomisierte Einzelne sind, haben die anderen gewonnen. Jetzt haben wir das Mikro bereits da bei der nächsten Fragerin. Ja, schönen guten Abend und vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich habe eine Frage, wie sehen Sie die aktuelle Streikwelle? Ist es ein Schritt der Basis, um den Machthabenden ein bisschen von ihren Profiten abzuknapsen oder auch ein bisschen an Land zu gewinnen, sage ich mal? Ja, also die Streikwelle ist, das muss man erstmal vorweg sagen, die ist ausgesprochen berechtigt, selbst innerhalb des eingeschränkten Kosmos, in dem die stattfinden, das muss man natürlich auch immer wieder sehen. Dazu müsste man jetzt auch die Rolle der Gewerkschaften heute thematisieren, die ganz anders sind als die Gewerkschaften vor 50 oder vor 100 Jahren. Also das müsste man jetzt wieder in dem größeren Kontext feststellen. Aber es geht natürlich darum, wie bei der einen Studie, wo ich es Ihnen gezeigt habe, den Abschöpfquotienten, der immer größer wird, wie viel sozusagen parasitär von dem von der Gesamtbevölkerung erwirtschafteten Wohlstand abgeschöpft wird von wenigen. Und bei diesen Streikwellen geht es einfach nur um ganz kleine Korrekturen in dem Abschöpfquotienten. Ein Anrecht darauf zu sagen, wir wollen von dem, was wir gemeinsam erarbeitet haben, auch einen angemessenen Anteil haben. Aber man muss immer auch diese Streikbewegung in dem größeren Kontext des Gesamtsystems sehen und nicht nur isoliert. Jetzt hatten wir da ganz hinten noch eine Frage, ich glaube, die war die nächste. Das Mikro ist unterwegs. Danke. Was empfehlen Sie uns? Entschuldigung, der Klaus Buchner ist es. Die Dame nebenan war gerade noch dran. Ach so. Nee, ja. Ich habe seit der Ewigkeit versucht. Dankeschön. Also ich will einfach was sagen, vielleicht was nicht gerade gesagt wurde, nämlich dass was mit den Lebensmitteln, die wir zu uns einnehmen, auch viel dazu getan wird, dass unser Denkvermögen und auch Hirn praktisch schrumpft. Also das kommt noch zu der Berieselung mit den Medien dazu. Und ich mache genau das, was Sie gesagt haben, Herr Dr. Mausfeld. Ich habe auch eine Arbeitsabmahnung dazu bekommen. Ich sage immer das mit meinen Worten, was ist. Ich nenne nicht die Impfung, sondern biologische Waffe und so weiter. Aber ich zahle den Preis dafür. Und viele sind nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Ich suche jetzt einen Job und vermutlich kriege ich ihn nicht, weil wenn ich gefragt werde, warum ich Deutschland verlassen habe, was ich tat, ihnen genau sage, warum ich das tat. Die Frage und, bitte. Genau, wie viele können diesen Druck aushalten, um wirklich am Ende eine neue Gesellschaft zu schaffen? Ich sehe es persönlich nicht als realistisch an, aber bitte geben Sie mir Hoffnung. Ja. Das geht im Grunde in die gleiche Richtung, meine Antwort wie vorher. Kein Einzelner kann sich das aufladen, kein Einzelner kann auch den Anspruch erfüllen, immer auch zu jedem Preis der persönlichen Situation zu sagen, was ist. Zu sagen, was ist, müssen wir natürlich auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken, was Lassalle damit meint. Zu sagen, was ist, heißt nicht, dass jeder die Sau rauslassen kann und seinen Vorurteilen freien Lauf lassen kann. Hier ist schon etwas Ernsthaftes gemeint, Dinge auszusprechen, die mit der Ideologie zusammenhängen. Also da muss man immer ein bisschen drüber nachdenken, was heißt eigentlich zu sagen, was ist. Aber all diese Aufgaben sind nie dem Einzelnen. Es geht immer wieder, ich kann das immer nur wieder betonen, es geht darum, Kollektivität
ein Wir-Gefühl wieder zu entwickeln und ein kollektives Handlungssubjekt. Und das muss, Rosa Luxemburg Zitat, das muss im kreativ-schöpferischen gemeinsamen Prozess entstehen. Jetzt sagen Sie, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Wir leben aber mittlerweile in einer bleiernen kulturellen politischen Atmosphäre. In dieser Atmosphäre kann es nicht entstehen. Dann müssen wir knabbern, knabbern, knabbern. Das kann ganz, ganz mühsam sein, aber es kann nicht ein Einzelner sich irgendetwas auflasten. Jetzt, glaube ich, war es Mikrofon bei Klaus Buchner, unserem früheren Europaabgeordneten. Danke. Was empfehlen Sie uns in der jetzigen Situation, wo meiner Meinung nach die akut größte Gefahr für unsere Demokratie in den Plänen der Weltgesundheitsorganisation liegen, die den Pandemievertrag einführen wollen und die internationalen Gesundheitsregeln ändern wollen? Ein Stichwort nur dazu, der Generaldirektor der WHO, der nicht demokratisch legitimiert ist, kann ohne irgendjemand Rechenschaft abzulegen, eine Pandemie ausrufen oder sogar die Gefahr einer Pandemie ausrufen mit all den Konsequenzen, die wir kennen. Danke. Ja, das ist natürlich alles korrekt, was Sie sagen. Wir müssen uns nur wieder vor einem Urteilsfehler hüten, dass wir an der Oberfläche, kratzen, ob jetzt der oder jenige demokratisch legitimiert ist und was da ist. Wir müssen die Kontinuität des Gesamtprozesses, der hier seit 50, 70 Jahren stattfindet, zu einem autoritären Überwachungsstaat und Sicherheitsstaat, die Gesamtkontinuität. Die Gefahr für emanzipatorische und auch für Protestbewegung ist, sie hüpfen von Empörung zu Empörung, dass der jetzt das und dass das der Fall ist und das der Fall ist. Und dann erschöpfen sie sich irgendwann in einer Empörungserschöpfung, weil sie sich permanent so schön erschöpfen. Empören. Das heißt, ein Empörungskonsumismus ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Wir müssen immer sofort fragen, woran liegen denn diese Sachen? Pandemien oder auch natürliche oder erzeugte Krisen, natürliche Krisen oder erzeugte Krisen, sind der wichtigste Motor für die Umverteilung von unten nach oben und sind der wichtigste Motor, um immer wieder in der Form einer Sperrklinke neue Ratschen einzuführen. Die Corona-Krise war ein Riesengeschenk für die Eliten, weil es ein Riesenfeldversuch war und das nächste Virus kommt bestimmt. Die Instrumente liegen in der Schublade. Wir wissen, dass die Instrumente wieder rausgeholt. Weder die Notstandsgesetze von 68 noch die anderen wurde je zurückgenommen. All diese Instrumente haben sich mittlerweile kumulativ aufgebaut, die liegen in der Schublade. Wir müssen damit rechnen, dass der Sack irgendwann zugemacht wird. Und da kann jede Krise der Art, also das Wichtige, was ich sagen will, denken Sie bitte in größeren Kontexten und nicht zu sehr an der Oberfläche. Der Herr im blauen Oberteil meldet sich, glaube ich, schon sehr lang und dann gleich daneben jemand im weißen Oberteil. Ja, ich wollte also eigentlich nur was Kurzes sagen, was vielleicht ein bisschen Mut macht. Ich sehe es nicht ganz so schlimm. Bitte also, fragen. Ja, ich frage jetzt einfach. Es gibt doch überall Graswurzelbewegungen. Und da habe ich eine Frage, wie kann man es schaffen, diese Graswurzelbewegungen noch zusammenzubringen, wo praktisch man zusammenhält und nicht eben schaut, wie viel Geld man daraus kriegt. Und ich sehe es halt überall und versuche es immer seit 70 Jahren schon zu unterstützen. Und ich denke, wie kann man es verhindern, dass diese Sachen wieder gespalten werden und kaputt gemacht werden? Das können Sie gar nicht, nur durch Analyse und gemeinsame Arbeit. Wir müssen die Art der Mechanismen der Spaltung verstehen. Die sind ganz schlicht. Sie ahnen gar nicht, wie wirksam die sind. Und wir müssen die ganzen Manipulationsschwachstellen verstehen. Bevor wir die nicht verstehen, empören wir uns auch wieder über jede Geschichte, kriegen aber den eigentlichen Witz der Sache nicht mit. Jetzt kommt aber ein schwieriger Punkt, der damit zusammenhängt. Ich glaube, mit vielen Fragen, die hier gestellt werden.
geht es immer darum, wie, wenn Sie wir sagen, wie können wir als Einzelne oder auch als kleine Gruppe oder als München Nord oder wer auch immer, wie können wir das und das machen? Das geht, so geht das nicht. Die Situation, in der wir heute stehen, ist auch wieder eine ganz besondere Situation, dass uns die Vermittlungsschicht für emanzipatorische Einsichten, wir haben jetzt 200 Jahre, 300 Jahre emanzipatorische Bewegung, die haben ganze Bibliotheken an Einsichten gewonnen. Die kennen wir alle gar nicht. Jeder fängt wieder von vorne an und sagt, Leute, wie macht man denn eine Revolution? Wo wollen wir uns denn treffen? Wir kennen, wir haben vollständig den Kontakt und das ist wieder kollektiver Gedächtnisverlust. Wir haben vollständig den Kontakt verloren zu unseren eigenen kollektiven Erfahrungen. Ganze Bibliotheken. Das ist jetzt... Da werden Sie jetzt wieder einwenden, wenn ich nach Hause komme, muss ich kochen und die Kinder und der Hund. Ich habe gar keine Zeit, so viele Bücher pro Tag zu lesen. Das ist eine besondere Situation, in der wir heute stehen. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Es gab noch in den 70er Jahren, 80er Jahren, gab es eine relativ große Schicht an politischen Intellektuellen, die diese Vermittlungsfunktion geleistet haben. Die haben das alles gelesen und die haben das weitergegeben. Von Heinrich Böll und Günter Grass und was ist alles, Enzensberger. Es gab eine dicke, fette Schicht kritischer Intellektueller. Die Gegenbewegung der Mächtigen war, das Erste, was wir machen müssen, ist, diese Schicht zu zerstören. Es gibt heute keine medienwirksamen, kritischen, öffentlichen Intellektuellen mehr. Die Schicht ist weg. Und das müssen wir überhaupt erstmal sehen, dass das so ist. Wir dürfen aber daraus nicht schließen, jetzt müssen wir alle jeden Tag drei Bücher lesen. Das kann nicht der Schluss sein. Der Schluss muss sein, wir müssen eine Gesellschaft schaffen, wie auch immer, Stück für Stück in ganz kleinen Schritten, in denen der öffentliche Debattenraum wieder so breit ist, dass die da einen Platz drin haben. Herr Mausfeld, eine Frage an Sie als Psychologen. Sie haben uns geschildert, wie Demokratie versucht wird, oder ein Versuch ist, Macht zu zivilisieren. Und wenn ich in die Geschichte gucke, hat das eigentlich auf Dauer nicht funktioniert. Sollten wir nicht eher versuchen, Macht abzuschaffen? Macht abzuschrecken? Abzuschaffen. Abzuschaffen? Können wir machen, müssten wir neuen Menschen designen, geht wahrscheinlich auch in die Hose. Macht ist Teil, das Bedürfnis nach Macht ist Teil unserer Anthropologie, ist Teil unserer Beschaffenheit unseres Geistes. Macht ist sozusagen eine Grundkonstante unseres Daseins, hat noch eine Reihe von anderen Aspekten, habe ich im Buch alles behandelt. Was uns da vom Tier unterscheidet, da ist in der Evolution was schiefgelaufen, kann man sagen. Macht hat nämlich den Vorteil, dass Macht eine Dimension ist, mit der ich alle anderen Bedürfnisse, Hunger, Sexualbedürfnisse, welche auch immer sie habe, Macht ist eine Meta-Eigenschaft. Wenn Sie Macht haben, können Sie alle anderen Bedürfnisse sich befriedigen. Da kommen wir nicht raus. Macht hat einen Riesensog. Das ist sozusagen Teil unseres Designs. Das ist eine ganz frühe Einsicht, die haben alle politischen Denker der Antike, von Herodot, Thukydides, haben das alle glasklar gesehen und haben gesagt, die einzige Chance, die wir haben, wir kriegen Macht nicht gebändigt, das ist in uns angelegt, wir müssen sie kollektiv bändigen, wir müssen sie kollektiv einhegen, weil sie die Gesellschaft zerstört. In dem Moment wusste man schon vor 500 Jahren vor unserer Zeitrechnung oder noch viel länger. In dem Moment, wo parasitäre Eliten entstehen, also Leute, die Macht auf Kosten anderer, Macht und Besitz auf Kosten anderer akkumulieren, läuft eine Gesellschaft dem Untergang entgegen. Das einzige, unsere wichtigste Aufgabe, ganz früh erkannt, unsere wichtigste Aufgabe ist, Macht muss robust,
Robust heißt durch die gesellschaftliche Basis eingehegt werden. Wir kommen aus der Verpflichtung, Demokratie zu schaffen, nicht raus. Meine Frage geht auch an den Psychologen. Ist Demokratie eine Frage der Strukturgröße? Der Struktur? Der Strukturgröße. Im Prinzip, ganz schwierige Frage, haben Sie recht, wichtiger Punkt, kann ich aber nicht, wird in der Literatur behandelt. Die Antwort ist nein. Die Antwort ist nein. In der Antike war es eine Frage der Strukturgröße. Die Demokratie, die die Griechen erfunden haben, funktionierte in der Tat nur in kulturell homogenen kleinen Gesellschaften. Die trafen sich alle auf dem Marktplatz, waren auch schon 6.000, die sich da trafen. Und dann haben die rumdebattiert. In der Entstehung war es eine Sache, die gebunden war an kleine Gesellschaften. Wir brauchen eine Demokratiekonzeption für große, extrem heterogene, also nicht mehr kulturell homogene Gesellschaften. Genau diese Konzeption wurde in der Aufklärung entwickelt. Also die Konzeption, die wir haben, ich hatte Ingeborg Maus genannt beispielsweise, die gilt auch für beliebig große Gesellschaften. Hat dann aber eine Reihe von theoretischen Verwicklungen, die man dann aussprechen muss. Jetzt haben wir eine Frage da am Rand, dann hier hinten meldet sich der Herr schon sehr lange und dann ging es, glaube ich, hier vorne weiter und dann da. Ja, wie viel machen wir noch, Herr Mausfeld? Bitte? Haben Sie noch? Ja, Sie sehen ja, wenn ich umkippe. Sehr beruhigend, vielen Dank. Mich würde interessieren, Herr Professor Mausfeld, wie Sie die real existierende Klimaschutzpolitik beurteilen, weil da ja auch schon gerade auch vom Verfassungsgericht Einschränkungen der Freiheitsrechte in Rede gestellt werden. Was halten Sie davon? Das Gleiche wie bei all den anderen Dingen. Wir müssen bei jedem konkreten Thema, alles was Krisen erzeugt, ist erstmal für die Mächtigen eine Steilvorlage, alles. Das kann ein Meteoritending aus dem All sein. Wir müssen nur jetzt wieder denkmethodologisch aufpassen. Wir dürfen jetzt nicht das Kind mit dem Bad ausschütten und sagen, nur weil die Mächtigen es missbrauchen für ihre Zwecke, ist es ja alles nur eine Scherznummer oder ist es ja alles nur vorgegeben. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, jede Krise wird genutzt, weil die Instrumente längst in der Schublade liegen. Jede Krise wird genutzt, die Schraube 1 weiterzudrehen. Und wir müssen dann in jedem Einzelfall sehr genau analysieren und wieder aufpassen, dass wir nicht wieder in einem Empörungskonsumismus ganz an der Oberfläche schürfen und sagen, ist ja wirklich eine Sauerei und die machen ja das und das und man sieht ja hier in Davos und so weiter und so weiter. Das erfordert alles sehr akribische Analysen. Die kann man wiederum nur kollektiv machen. Die kann nicht jemand an seinem Smartphone, habe gerade ein tolles Video geguckt, ist ja alles so und so. Die müssen wir wieder kollektiv machen. Also das sind wirklich ganz, ganz schwierige Fragen, denn wir müssen uns auch ganz bewusst sein, jedes Thema, ob 9/11, Klima, Corona, hat wunderbare Spaltungspotenziale für die Eliten. Die lieben so etwas, weil sich die Bewegungen, die politischen Bewegungen, Protestbewegungen dagegen, sofort wieder in die, wie heißt es bei Monty Python, die eritreische, jüdische Befreiungsfront und die Befreiungsfront von Judäa. Es reicht ganz, ganz wenig. Dann hetzen die untereinander, die gehen wie die Wölfe aufeinander los, die spalten sich selbst. Die CIA stand ja immer wieder im Verdacht, dass sie selbst die Verschwörungskonzeption zu 9/11 ins Internet gesetzt hat, damit die Leute sich schön spalten. Das heißt, jedes Thema müssen sie ganz vorsichtig sein, dass wir nicht das Spaltungspotenzial über das gemeinsame Kämpfen, wir verlieren das Ziel aus den Augen, wir kämpfen nicht mehr gegen die Römer, sondern wir kämpfen dann untereinander gegen die eritreische Befreiungsfront. Ein wichtiger Leitsatz heute, um die bleierne Schwere zu überwinden, ist sicher, fürchtet euch nicht.
Aber meine Frage, von den Athenern lernen, sollten wir ein Scherbengericht einführen? Ja. Also hat ihr Scherbengericht hat natürlich auch wieder, man muss auch gucken, wie es damals, hat man auch wieder Missbrauch und Schindluder mitgetrieben. Da haben die nämlich auch die politischen Konkurrenten, haben dann einfach irgendeinen, den sie loswerden wollten, einfach mal verbannt. Aber das Prinzip einer Rechenschaftspflicht für ein Handeln und das Prinzip, jemand, der sich durch Extreme dafür diente, das Scherbengericht auch. Wenn jemand zu große Ambitionen auf zu viel Macht hatte, dann hat man ihn kaltgestellt. Der durfte sogar sein Vermögen behalten, aber der musste dann erstmal irgendwie auf die Seychellen und Urlaub machen für 5 Jahre. Aber so etwas wie ein Scherbengericht als Idee einer rechenschaftspflichtig machen für getroffene Entscheidungen, jemanden auch noch 5 Jahre später für die Entscheidung zur Rechenschaft ziehen. Ja, wenn Schröder sagt, ja, ich wusste, dass der NATO-Angriff auf Jugoslawien war völkerrechtswidrig, dann müsste in dem Moment, wo er das feststellt, auch zur Rechenschaft dafür gezogen werden. Das heißt, es gibt ja bei uns überhaupt keine Rechenschaftspflicht nicht mehr. Nicht nur für Andi Scheuer nicht. Es gibt für überhaupt niemanden mehr eine Rechenschaftspflicht. Und das ist insofern ist das ein wichtiger Anregungspunkt. Wie kann man wieder eine Rechenschaftspflicht installieren? Jetzt haben wir eine Frage hier vorne und dann da. Mich würde nur interessieren, hat es jemals funktioniert? Sind Sie jemals aus der Höhle rausgekommen? Ja, das ist jetzt ein ganz, hat man vorhin schon mal ansatzweise, das ist sozusagen eine empirische Frage, ob es idealiter, dass sozusagen die Höhlenbewohner befreit worden sind und die Höhle zusammengebrochen ist. Da können Sie sagen, empirisch brauche ich Ihnen nicht zu beantworten. Empirisch hat überhaupt nichts an gerechter Gesellschaft bisher funktioniert. Wir stehen in einem permanenten dialektischen Prozess von Macht und Gegenmacht und das wird bis in alle Ewigkeit so bleiben. Es wird nie eine Situation geben, wo wir sagen können, jetzt haben wir Demokratie oder Utopie, jetzt können wir uns ausruhen, denn in dem Moment, wo wir uns ausruhen, läuft die andere Seite weiter. Es gibt diesen Zustand nicht, etwas erreicht zu haben, aber wir können sagen, es gibt auch in der Geschichte Augenblicke, wo wir emanzipatorischen Errungenschaften näher gekommen sind. Denken Sie ans Frauenwahlrecht. Denken Sie an die Entwicklung des Sozialstaates. Es gibt Situationen, wo wir sagen, da sind wir Ihnen ein Stück näher gekommen. Daran müssen wir, an diesen Dingen müssen wir weiterarbeiten. Denn wenn wir das nicht machen, kriegen wir wieder einen zivilisatorischen Regress. Wir müssen uns aber davor hüten, zu sagen, das bringt doch sowieso alles nichts mit der gerechten Gesellschaft, das hat es nie gegeben, das wird es nie geben, der Mensch ist, wie er ist. Also, ran an die Glotze. Ich komme jetzt mal zurück auf dieses ungehemmte, schäumende Leben als schöpferische Lebenskraft. Das ist ja was körperlich-sinnliches. Bitte? Also dieses schäumende, ungehemmte Lebenskraft, was die Rosa Luxemburg zitiert, ja. Das wäre die Kraft, die die Eliten am meisten fürchten müssten, wenn das Volk tanzen genau. Und singen durch die Straßen genau. Zieht. Genau, das ist das, was sie am meisten fürchten müssen. Es kommt nämlich noch ein anderer, aber jetzt geht es in die Tiefe der Anthropologie. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, was ein Soll von einem Sollen, was ein Sein von einem Sollen unterscheiden kann und was normative moralische Normen entwickeln kann. Wir alle, das bringt der Säugling, gibt faszinierende Studien in der Säuglingsforschung, der Säugling bringt ein Gefühl von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit mit auf die Welt, mit einem wenigen Wochen alten Säugling, vor jeder Erfahrung sozusagen, kann man feststellen, dass wir eine natürliche moralische Kapazität haben. Genau, das heißt, es ist nicht nur das schäumende Leben, die kreative Kapazität, sondern es ist die Entfaltung unserer natürlichen,
kollektiven Gerechtigkeitsvorstellung über eine ungerechte Gesellschaft und gerechte Gesellschaft, die sich kreativ in einem kreativen kollektiven Prozess entfalten muss. Das heißt, die Eliten haben aber größtes Interesse, diese Kräfte zu kanalisieren. Die Eliten haben ein ganz großes Interesse, das ist ja das Wunderbare im Kapitalismus mit unserer Unterhaltungsindustrie, die eine Art kollektiver Verblödung erzeugt, die auch ein Schleifen des kreativen Potenzials, darum geht es gerade, von den Schulen bis sonst was geht darum, dieses natürliche kreative Potenzial zu blockieren. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Ideologieproduktion. Und wenn, dann wird es ja kanalisiert, sage ich mal, in Fußballspiele, Oktoberfest, Nockerberg und andere Dinge. Da darf man dann schäumen und tanzen, das ist ja erlaubt. Aber meine Idee ist, es müsste das Volk ja wieder auf die Straße tragen, in Gemeinden, in kleinen Gruppen, diese Libido, sage ich mal, das dionysische Element wieder zu erwecken, zu sagen, wir haben eine Lebenskraft, weg vom Fernsehen, weg von Medien, wir singen zusammen, wir tanzen, wir kreieren uns selber. Ja. Das könnte ja ein Ansatz sein, da rauszukommen, weil ich finde immer wieder, es gibt sehr viel Intellektualisierung und Debatten über das ganze Thema. Vielleicht muss man einfach in den Körper zurückgehen und sagen, jetzt tanzen wir einfach mal da draußen und trommeln und singen und finden unsere eigene Lebenskraft bitte bei wieder. Der Frage bleiben, weil es sind immer ist noch... Ist das ein Weg, ist die Frage. Das ist also nur ganz kurz darauf, das ist natürlich in der Tat der Fall. Ein alter Psychoanalytiker, Wilhelm Reich, hat das in den 40er Jahren, als er sich mit der Massenpsychologie des Faschismus beschäftigte, sehr schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, und das gilt auch für die kapitalistische Gesellschaft noch mehr, jede Gesellschaft produziert in der Masse ihrer Mitglieder genau die Art von psychischen Verformungen, die sie für ihren Erhalt braucht. Das ist genau das, was wir auch heute haben. Meine Damen und Herren, die Reihen lichten sich, es wird unruhiger, viele drängt nach Hause. Wäre schade, wenn das sich so auflöst. Ich würde sagen, wir machen noch ein, zwei Fragen, oder? Genau. Und dann runden wir das Ganze ab. Sonst, ja, vielleicht gleich da. Ich habe nur eine Frage, und zwar sind die Westdeutschen andere Leute wie die Ostdeutschen. Also die Ostdeutschen, die wählen anders und demonstrieren ja anders. Was war die Frage genau? Ob die Westdeutschen sich anders verhalten, andere Leute sind wie die Ostdeutschen? Ja, völlig andere, weil die Ostdeutschen in Ostdeutschland leben und die Westdeutschen in Westdeutschland. Aber anthropologisch gesehen ist es, glaube ich, die Spezies ist, glaube ich, alles noch der weise Mensch. Aber das Verhalten ist so anders, oder? Ja? In der Wahl, das Verhalten ist doch anders. Das ist und Demonstrationen unterscheidet. Ja, in der Wahl ist das Verhalten auch anders bei den, 10% Reichsten in München und den 10% Ärmsten in München. Das heißt, Unterschiede finden Sie natürlich auf allen Ebenen. Aber Sie haben natürlich insofern recht, dahinter verbirgt sich ein sehr viel tieferer Kern, den wir jetzt nicht behandeln können, dass die ganz andere Sozialisation haben und natürlich auch die extreme Erniedrigung, die sie mit der Übernahme der DDR an geplatzten Lebensentwürfen und geplatzten Lebensweisen haben. Eine Art kulturelle, kollektive Erniedrigung, die sie erfahren haben. Machen wir die letzte Frage, der Ältere her. Ja, Sie bitte. Wo kommt das Mikro? Da kommt es. Nehmen Sie noch mal die Hand kurz. Danke. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich versuche meinem Alter gemäß das, was ich für wichtig halte, weiterzugeben. In dem Sinne, das sehe ich als einen kleinen möglichen Beitrag zur Entwicklung des Kollektivs an. Ich habe dabei das Problem, dass ich Menschen begegne, die einfach sagen, ich folge den Mainstream-Medien, das reicht mir, mehr will ich von dir nicht wissen, alles andere ist Lüge, was du mir bietest. Haben Sie dazu irgendeine Empfehlung, wie ich wirksam sein kann? Und Sie suchen jetzt ein strafbewehrtes oder ein Instrument, wie man die...
Ich würde mich freuen, vielleicht irgendwelche Erfahrungen zu hören von anderen, die ein ähnliches Bestreben haben, ihr Wissen oder das, was... Naja, Sie haben die Allegorie von den Höhlenbewohnern. Da ist in vielen Fällen ist da nichts zu machen. Das müssen wir aber auch hinnehmen. Demokratie heißt ja nicht, dass Sie jetzt alle so synchron denken wie ich. Das heißt, das riesige Spektrum an Meinung gehört ja gerade zum Wesen der Demokratie, weil die Demokratie gerade friedliche Mittel, das ist die egalitäre, dass jeder egalitär sich einbringen kann, friedliche Mittel hat, um die Heterogenität der Interessen und Meinung auf friedlichem. Demokratie war gedacht als Friedensstiftungsinstrument in einer Gesellschaft. Wie kann man auf friedliche Weise all die Positionen miteinander in Einklang bringen? Wir müssen hinnehmen, dass wahrscheinlich immer ganz, ganz viele ganz, ganz anders denken. Wir können nicht allein mit Verstand und Überzeugungskraft, das wissen Sie, die Mittel sind extrem begrenzt. Wir müssen auch dafür sorgen, dass wir die Ideen, aber wieder als Kollektiv, nicht als Einzelne, dass wir die Ideen so attraktiv machen, dass vielleicht auch von denen, die anderer Meinung sind, dem folgen. Wenn Sie darauf mal schauen, wie in der Geschichte sich emanzipatorische Erfolge eingestellt, es waren immer nur 2% einer Gesellschaft, die für etwas gekämpft haben, ob Frauenwahlrecht, ob sonst was. Es war immer nur ein klitzekleiner Teil, im Grunde bei allen Sachen. Selbst gegen die Sklaverei und gegen die Rassentrennung und so weiter und so weiter. Immer nur ein klitzekleiner Teil. Aber es gab historische Momente, wo dieser kleine Teil seine emanzipatorischen Anliegen so attraktiv gemacht hat, dass auch für einen Moment viele folgen konnten, die eigentlich sonst sagen, lass mich doch mit diesem Kram in Ruhe. Das heißt, wir sind einerseits darauf angewiesen, auf einen günstigen geschichtlichen Moment, den wir ergreifen müssen. Und wir haben die Verpflichtung, unsere Ideen, die wir für eine gerechtere Gesellschaft haben, attraktiv zu machen. Habe ich keine Lösung für, muss auch wieder kollektiv gemacht werden. Herr Professor Mausfeld, ich danke Ihnen recht herzlich für den Vortrag, für die Fragerunde. Gerade der letzte Beitrag spricht mir wieder aus der Seele. Es sind oft nur ganz wenige, die etwas erreichen, die für etwas kämpfen und eine Veränderung hervorgerufen haben. Wir in der ÖDP sind nicht mehr ganz wenige. Wir sind die Einzigen in Bayern, die Gesetze gegen die CSU geschrieben hat, und wir sind die Einzigen in München, die Entscheidungen gegen die SPD getroffen hat, immer mit direkter Demokratie. Aber wir müssen mehr werden, wir müssen uns zusammenfinden. Ich hoffe, dass einige von Ihnen uns wieder gewogen sind, wenn es in einem Monat wieder um das Thema Demokratie geht. Wir sind diesmal in der Evangelischen Stadtakademie. Marco Bülow berichtet und referiert über die Gefahr, die vom Lobbyismus auf die Demokratie eingeht. Das Thema Demokratie von einer anderen Seite, zum Teil mit Schnittmengen beleuchtet, ebenfalls ein wertvoller Debattenbeitrag. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns unterstützen. Den heutigen Vortrag können Sie in wenigen Tagen abrufen auf unserer Homepage, in ganzer Länge von Profis aufgenommen. Sie können auch die nächsten Vorträge und die vergangenen auf unserer Homepage sehen. Würde mich freuen, wenn Sie uns wieder beehren. Würde mich freuen, wenn Sie uns